Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, wie Paul Berger, und wir müssen heute 24 Stunden lang alle Luxusautos klauen, von Porsche, Lamborghini, Ferrari, alles, Freunde. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Lange ist es her, wir sind heute mal wieder bei unserer wunderschönen Luxusvilla mit unserem Bentley, Leute. Wir waren ja die letzten Monate echt lange nicht mehr hier gewesen. Wir können ja mal kurz hier in unser Haus reingehen. Ich habe schon ganz vergessen, wie es hier aussieht, Leute. Wenn ihr GTA-RP genauso sehr vermisst habt wie ich, dann lasst mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, Leute, wir checken jetzt einfach mal ab, was so in der Stadt abgeht, Leute. So, ist Paul Berger eigentlich zu Hause? Der ist bestimmt in der Schule. Wir können ja einfach mal hier in unseren Bentley reinsteigen, Leute. Zack. Dann flitzen wir einfach mal. Hä? Leute, da ist ein fliegendes Auto vor uns. Was ist das denn? Hä? Hallo? Guten Tag, Remix. Sie sind wieder zurück. Träume ich noch? Ich muss kurz was rausholen, ja? Okay, hey, Leute, sein Auto ist gerade geflogen. Habt ihr das gesehen? Ich hab hier einen Koffer. Was ist das für ein Koffer? Ich packe ihn in den Bentley rein. Das ist ein Koffer, ich muss ihn enttarnen, damit keiner was mitbekommt. Hä? Da sind Unterlagen drin, Waffenpaket. Sie haben Waffen, Taser, alles, was sie brauchen. Das geht hier gerade ab, ja, okay. Können wir nochmal drüber sprechen, dass ihr Auto hier gerade geflogen ist? Ja, das ist der neue Maybach. Der neue Maybach Vision Future Edition. Das ist ein Mercedes Maybach, der fliegen kann. Der sieht ja überkrass aus. Genau. Okay, also, aber was wollen Sie denn hier von mir? Also ich möchte, dass Sie mir auf jeden Fall einmal, wir haben ein Fahrzeug gesichtet, beziehungsweise drei, vier Fahrzeuge. Okay. Eine davon ist eine sehr, sehr seltene erste Unikat. Das ist eine nagelneue Future G-Klasse. Das ist nur größer als mein Wagen hier. Ja, aber warum erzählen Sie mir das alles? Was hat das mit mir zu tun? Ja, ich habe mitbekommen, Sie wollen Geld oder nicht, wenn Sie wieder hier sind. Ja, gut, Leute, der hat recht. Ich meine ja, die letzten Monate habe ich eigentlich gar nichts verdient. Wir sind also quasi pleite hier. Wir müssen unbedingt wieder Geld verdienen. Ja, das stimmt schon, ja. Genau, Sie besorgen mir die Fahrzeuge. Ich gebe Ihnen ein dicke Gehalt. Pro Fahrzeug 5 Millionen. 5 Millionen pro Fahrzeug? Pro Fahrzeug. Das heißt, holen Sie mit drei, kriegen Sie 15 Millionen. Boah, Leute, 15 Millionen, das ist richtig viel. Ja, okay, ich mach's. Yeah. Welche Fahrzeuge soll ich Ihnen klauen? Also im Koffer lagen ein Waffenpaket, das heißt, rüsten Sie sich mit Waffen aus, weil es kann sein, dass Sie schießen müssen. Und Sie haben die Unterlagen, der erste GPS-Standort, müssen Sie einfach nur Ihre Koordinaten in Ihr Navigationssystem eingeben. Na gut, dann Dankeschön, ja, ich werde mich bei Ihnen melden. Genau. Yeah. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, Leute, ich will jetzt nochmal sehen, wie der hier mit dem Auto wegfliegt. Das ist ja voll krank. Es gibt hier mittlerweile so fliegende Autos oder was? Ich habe hier komplett verpasst. Alter! Ey, er hat mein Haus noch beschädigt. Na egal, Leute, wenn wir 15 Millionen kriegen. Warte mal, wir gucken mal kurz in den Kofferraum hier rein oder beziehungsweise in den Koffer. Okay, also gut, wir haben hier wirklich schon mal alles an Waffen, das stimmt. Okay, und diese Liste war hier mit dabei. Da stehen drei Koordinaten von drei Adressen und diese Autos, da sollen wir klauen. Irgendwie eine Zukunfts-G-Klasse, einen Bugatti Mansory sehe ich da noch auf der Liste. Aha, okay, und das andere bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist, Leute. Keivani Kalinen? Rolls-Royce Cullinan? Irgendwie ein besonderer Rolls-Royce Cullinan. Okay, hört sich gut an, Leute. Wisst ihr was? Wir werden den Auftrag annehmen, Leute. Ihr wisst ja, wir sind ja quasi hier der Profi im Autos klauen, schon immer hier in GTA gewesen. Wir machen uns auf den Weg zum ersten Ort. Wir werden heute diese krassen Autos klauen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Leute, let's go, Kickdown. Okay, Leute, die ersten Koordinaten führen mich hier direkt in dieses Villengebiet hier oben in der Stadt, Leute. Alter, was ist denn hier los? Hier ist ein Auto, was hier einfach so rumliegt, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches der Häuser das hier ist, aber ich glaube, das muss irgendwie dieses fette Anwesen hier sein, mit diesem großen Zaun hier außenrum. Okay, wir parken. Oh Gott, hier ist ein Gärtner. Sie können hier nicht parken. Alles gut. Ja, danke. Alles gut. Warte mal, Leute, ich glaube, das ist hier der Gärtner von dem Anwesen, wo wir auch einbrechen müssen. Ich werde den mal beobachten. Wir werden erstmal hier umparken. Natürlich ganz ordentlich parken, Leute, damit der hier keinen Verdacht schöpft. So, okay, und jetzt werden wir den mal beobachten, Leute. Zack, Scharfschützengewehr rausnehmen. Okay, ja, der läuft hier wirklich wieder in das Anwesen rein. Der hat den Müll gerade rausgebracht. Okay, Leute, an den müssen wir uns also halten. Wir brechen da jetzt mal ein und werden jetzt hoffentlich gleich das erste... Oh Gott. Da läuft ja schon wieder mit Müll raus. Okay, wir verstecken uns hier mal dahinter. Gut, Leute, wir müssen vielleicht... Leute, warte mal. Was haltet ihr davon, wenn wir den Gärtner ausnocken und selbst so machen, als wären wir da ein Gärtner, Leute? Das ist vielleicht die beste Tarnung, um da einzubrechen. Okay, warte, wo ist der gerade? Der läuft da gerade, bringt den Müll raus. Das ist unser Moment, um den auszunocken. Okay, warte, wir gehen da jetzt mal angerannt und... Geh schlafen! Okay, wartet.
Wir müssen ihn hier beiseite schaffen. So, zack, 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 zack. Nicht, dass sie den noch finden. Und wisst ihr was? Wir werfen ihn hier einfach ins Gebüsch rein, Leute. Oh, runter mit dir, Junge. Wir schnappen uns jetzt mal die Klamotten von dem und werden uns dann als Gärtner tarnen, Leute. Okay, Leute, wir haben uns jetzt hier mal so eine Gärtnerklamotten angezogen. Ich hoffe, das geht durch, wenn uns da irgendwie so ein Security oder sowas sieht. Jetzt schnappen wir uns mal hier noch schnell den Müllsack, den der Typ gerade rausgebracht hat. So, jetzt machen wir hier auf Gärtner iCrimex. Wir werden uns da reinschleichen und irgendwie so einen krassen Rolls Royce da jetzt mal klauen. Okay, oh, da ist ein Security. Da ist schon der erste Security. Guten Tag, Herr Security. So, die Gartenarbeit. Ja, oh mein Gott, Leute, seht ihr das Auto da? Das ist ein übelst krass getunter Rolls Royce da in der Garage. Ich muss noch ein bisschen hier das Laubgebläse gleich rausholen. Ja, na, na, la, 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 la. Okay, gut, Leute, der hat, glaube ich, keinen Verdacht geschöpft. Wir machen jetzt mal so ein bisschen, als würden wir die Gartenarbeit machen. Hier stehen an sich auch krasse Autos. Oh mein Gott, Leute, guck mal, ein Mansory. Hey, AMG. Gäste! Ja? Kommen Sie mal her. Oh Gott, okay, ja. Was ist das? Was ist das? Unkraut. Oh, da ist noch ein bisschen Unkraut. Ja, natürlich, das wird jetzt alles weggemacht. Ja. Wir machen das Unkraut jetzt hier mal weg. Okay, Leute, so, der Plan geht gut voran. Okay, jetzt hier noch ein bisschen, zack, die ganzen Blätter wegmachen. Okay, er darf keinen Verdacht schöpfen. Das Ding ist, der Security, der geht hier gerade um die Ecke. Das ist unser Moment, um da gleich mal ins Haus reinzugehen und da uns mal umzugucken, ob da vielleicht noch andere krasse Sachen sind. Okay, und wir gehen rein, Leute. Der Security hat uns nicht gesehen. Alter, Leute, was ist das hier für ein krasses Anwesen hier, bitte? So, zack, und einmal hier reingehen. Wir können uns ja mal da drin noch umschauen. So, oh mein Gott, das ist ein heftiges Anwesen hier. Irgendwo hier unter uns steht der Rolls Royce. Aber wisst ihr was? Lasst uns hier keine Zeit verschwenden. Am Ende werden wir hier noch erwischt in die Garage. Ich glaube, hier müsst ihr in die Garage. Okay, der Wagen steht hier. Der Wagen steht hier. Alles gut. Wir müssen den unbedingt aufknacken. Okay, Leute, so können wir hier einsteigen. Nein, Leute, die Tür ist abgeschlossen. Was machen Sie da? Haben Sie das Unkraut weggemacht? Genau. Hier war Sie noch nicht Sie können da vorne ihre Sachen holen, aber hier im Auto wird nicht getüftelt. Ja, da war Unkraut hier auf dem Boden. Okay, ich werde jetzt weitermachen, ja? Laufen Sie weiter. Gucken Sie mal. Hä? Sie haben Unkraut auf ihrem Shirt hängen. Hinten. Ich werde sie wegmachen. Drehen Sie sich mal um. Und okay, Leute. Okay. Oh, wir hauen ab. Leute, das ist unser erstes Auto. Das ist ein Kehwani. Oh, bam, weg mit dir, Junge. Woo! Ein Kehwani Rolls Royce Cullinan. Oh mein Gott, sieht der krass aus. Okay, wir müssen ihn jetzt noch einmal schnell hier wegbringen. Ich würde sagen, wir bringen den einmal in Sicherheit. Und dann, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Dann werden wir auf jeden Fall erst dem Auftraggeber Bescheid sagen, wenn wir alle Autos geklaut haben. Und dann kriegen wir 15 Millionen Dollar, Leute. Let's go! Okay, Leute, so sehr gut. Das erste Auto, wir parken das auf jeden Fall bei uns in der Garage rein. Damit das auf jeden Fall auch nicht von einem Polizeihelikopter oder sowas gesehen wird. Weil sobald der Security aufwacht oder sobald das jemandem auffällt, dass der Wagen fehlt, dann wird er auf jeden Fall nach uns gefahndet. Aber okay, Freunde, solange das noch nicht der Fall ist, machen wir direkt weiter. Wir schnappen uns jetzt mal direkt ein Auto oben auf der Straße. Wir klauen einfach eins, weil unseren Bentley haben wir ja da vergessen. Und dann werden wir zum zweiten Ort fahren. Wir müssen mal gleich kurz gucken, wo der zweite Ort ist, was für ein Auto wir da klauen sollen. Ich glaube, der nächste auf der Liste, das war so ein Mansory Bugatti gewesen. So, gib mal hier dein Auto. Au, ey, was soll das? So, hier. Du hast mich angefahren, Junge. Als Strafe gibst du mir dein Auto. Dankeschön. Okay, als nächstes werden wir also einen Mansory Bugatti klauen, Leute. Let's go. Okay, Leute, die nächste Adresse müsste hier... Oh mein Gott, was? 1, 2, 3, 4, 5. Allein nur auf den ersten Blick sehe ich hier schon 5 bewaffnete Securities. Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr was? Wir parken mal hier. Ach du Heilige, das ist ja besser bewacht als die Staatsbank hier. Aber gut, so ein Mansory Bugatti, also ein Bugatti normal kostet ja irgendwie schon über 3 Millionen. Warte mal, wir gucken mal im Scharfschützengewehr. Guckt euch das hier mal an, wie viele Securities hier stehen. Die können, wenn wir einen ausschalten davon, dann werden die anderen direkt Alarm schlagen. Polizei wird kommen, 5 Sterne. Da hinten ist auch noch einer. Also mindestens von 7 Securities weiß ich jetzt hier schon was. Ich versuche da mal ein bisschen unauffällig näher ranzukommen, Leute. Aber vielleicht können wir ein Security ausschalten und uns selbst als Security tarnen. Ich weiß es nicht, Leute. Okay, wir müssen mal gucken. Ich versuche hier mal auf das Anwesen irgendwie einzubrechen. Okay... Oh mein Gott, okay, da unten, der Typ, der da läuft, das scheint der Besitzer zu sein. Der hat hier auch noch irgendwie so einen aufgetunten BMW X6. Mhm, okay. Und ich vermute mal, dass der Bugatti da unten in der Garage sein wird. Der läuft da zur Garage hin. Mal gucken, ob wir was sehen. Oh,
Oh ja, Leute, ich glaube, das ist ein Bugatti Chiron. Ich sehe nur die Vorderlicht, die Scheinwerfer. Aber so wie das aussieht, ist das einer. Leute müssen irgendwie auf das Anwesen reinkommen, ohne aufzufallen. Aber wie? Habt ihr eine Idee? Wir könnten uns vielleicht irgendwie als Mechaniker tarnen. Oh, Leute, das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Wir werden uns als Mechaniker tarnen und werden versuchen, da reinzukommen. Oder wisst ihr was? Wir können es erstmal als Ich werde mich erstmal versuchen, als Gärtner zu bewerben. Vielleicht braucht der einen Gärtner. Das haben wir ja gerade ganz gut gemacht. Ja, hallo, guten Tag. Hallo, der Herr da vorne, hallo. Okay, der kommt her. Ja, warten Sie, Security, warten Sie. Wer sind Sie denn? Ich bin Gärtner. Brauchen Sie noch einen Gärtner? Ich bin auf der Suche nach einem Job. Nee. Okay, schade. Na gut, danke, tschüss. Ja, warte mal. Ja? Ich hätte einen Job für dich. Oh, ja, und zwar? Besorg mir eine Pizza aus der Stadt. Eine Pizza? Ja. Wie viel zahlen Sie denn dafür? $500? Was? $500 für eine Pizza? Der hat echt zu viel Geld, der Typ. Ja, okay, machen wir. Natürlich, ich werde Ihnen eine Pizza besorgen. Ja, okay. Ich brauche sie jetzt gleich. Ich habe jetzt zu fragen, den Lieferdienst anzurufen. Ich werde mich beeilen. Kann ich mir einen BMW dafür ausleihen? Dann bin ich schneller. Oh, da muss ich hier einen Security mitschicken, ja? Ja, okay, können wir machen. Gehen Sie schon mal zum BMW. Ja, okay. James! Ja, Leute, ich habe eine richtig gute Idee, Leute. James! Wir werden dem Typen jetzt eine Pizza besorgen. Der Security kommt ja auch mit von ihm. Wir werden mit dem Security nichts machen. Wir werden das Vertrauen von ihm gewinnen. Mit der Pizza werden wir dann bei ihm ins Haus reingehen, ihm die Pizza liefern. Und dann werden wir da richtig Action machen. Alle ausnocken und uns das Auto klauen, Leute. So werden wir es machen. So, verlos, Mann. Ja, natürlich. Ich fahr los. So, Sie sind hier also der Security, ne? Ich bin James. Der James. Okay, James. Wir werden ihm jetzt mal eine Pizza besorgen. Aber wir müssen die von Bella Angelo holen. Bella Angelo, okay. Ja, alles klar. Sie sagen mir, wo ich hinfahren muss, machen wir so. In die Stadt hier. Okay, so Leute, wir fahren jetzt mal hin. Let's go, Freunde. Okay. Ja, hier links. Hier links, okay. Oh, da sehe ich schon was mit Pizza, Leute. Bleiben Sie stehen. Ja, okay, ich warte. Ja, natürlich. Okay, Leute, der Typ geht jetzt hier kurz die Pizza abholen. Oh, da hat er sie schon. Okay, oh, das ist eine richtige... Oh, die riecht auch schon sehr, sehr gut, die Pizza. Eieiei, okay. Ja, ich werde jetzt, natürlich zurückfahren, schnellstmöglich, damit die Pizza noch warm ist für den Boss. Okay, Freunde, jetzt haben wir die Pizza geholt. Das heißt, wenn der Plan jetzt so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, werden wir jetzt reingelassen und das ist dann der Moment, um zuzuschlagen und den Mansory Bugatti zu klauen, Leute. Let's go, wir fahren wieder zurück. Okay, Leute, jetzt zuschlagen. Jetzt müssen wir zuschlagen. So, einmal hier reinfahren. Stopp. Oh, ja, natürlich. So. Wieso, Sie dürfen jetzt Rose gehen? Wie? Ich dachte, ich werde die Pizza noch Ihrem Boss vorbeibringen. Ich bringe Sie den Boss. Gehen Sie raus, ja? Mir wurden $500 versprochen. Ich klär das gleich mit ihm. Wollten Sie vor der Eingangsmauer? Oh Mann, ey, Leute, nein. Ich dachte, wir dürfen jetzt da reingehen. Das ist doch so ein fettes Anwesen hier. Ein richtig schönes Haus. Mann, wir müssen den ausrauben, Leute. Wir müssen an den Bugatti rankommen. Ja, der soll das jetzt mal klären mit dem. Ja, da kommt er. So. Ja, warum hat der eine Waffe in der Hand, so, Leute? Möchten Sie, dass Sie wegkommen? Sie dürften ein schönes Auto fahren, Smith. Hä, wie? Mir wurden 500 Euro versprochen. Die sind jetzt meine. Alter, so ein Ehrenloser. Na gut, okay. Tschüss. Verdammt nochmal, Leute. Okay, unser Plan ist nicht aufgegangen. Ey, und dann wurden wir jetzt auch noch abgezockt. Wir haben nicht mal die $500 dafür bekommen, die uns versprochen wurden. Jetzt reicht's mir, Leute. Jetzt werde ich hier richtig Action machen. So, okay, wir haben ja auch noch Waffen dabei. Gut, wir wollten es auf die nette Tour machen. Aber wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es halt auf die brachiale Tour. So. Das passiert, wenn man mir 500 Euro abscammt. Bam, bam, bam. So, jetzt Sturmgewehr raus. Weg mit dir, Junge. Okay, wir rushen da jetzt direkt rein. Okay, okay. Oh mein Gott, was, Leute? Wir haben jetzt schon 5 Sterne bekommen. So, schnell alle Securities ausschalten. Bleibt liegen, bleibt liegen. Okay, hier ist das Auto, hier können wir zuschlagen. Aber ganz ehrlich, Leute, bevor wir uns das Auto holen, will ich noch kurz mal mit dem Typen reden, der uns hier abgezockt hat. So, weg mit dir auch. Oh mein Gott, das ist echt ein richtig schönes Haus. Da ist auch noch einer. So, wo ist hier der Chef? Wo ist der Chef hier? So, oh, da ist eine Pizza. So, die Pizza zerschießen wir dem auch. Oh mein Gott, hier sind übelst viele Securities. Wir müssen uns beeilen, bevor die Polizei hier ist. So, alle weg hier. So, komm raus, Junge. Der versteckt sich doch hier bestimmt irgendwo. Schalalala. Oh, was ist denn hier los? Wo ist er? Da.
So, Shopping-Taschen-Bag. Wow. So, ja. Du hast mich auch noch versucht abzuzocken, hä? Nein, ich habe dir das Geld dem Security gegeben. Das glaube ich dir nicht. Du rufst jetzt sofort die Polizei an und sagst, hier ist der Alarm war ein Fehlalarm, der hier losgegangen ist. Oh, verdammt, Mann, ja, ja. Ruf die Polizei an, los, Telefon raus, Polizei rufen. Ja, ich rufe sie sofort an, ja? Los! Ja, oh Gott, oh Gott. Los! Oh, ja, ja, okay. Telefon raus, Polizei anrufen. Ja, Polizei, so. Ja, bei mir geht es alles in Ordnung. Fehlalarm. Fehlalarm. So, sehr gut. Jetzt auflegen, ruhig jetzt. So, ich werde jetzt dein Handy abnehmen. Ja, so. Okay, und jetzt zeig mir deinen Bugatti Mansory. Oh, verdammt. So, ich will den Wagen nicht beschädigen, deswegen gibst du mir gleich direkt noch den Schlüssel dafür. Oh, ja, den Schlüssel habe ich immer hier. Oh mein Gott, wie krank der aussieht, Leute. Hier, bitteschön. So, danke, ja. Und nächstes Mal stellst du mich besser als Gärtner ein. Okay, Leute, sehr gut. Wir haben den Wagen geklaut. Die Sterne blinken. Die Sterne sind auch weg. Der Alarm ist weggegangen. Perfekt. Und das heißt, wir können den Wagen jetzt ganz entspannt in Sicherheit bringen. Alter, sieht der krank aus. Leute, das ist ja schon ehrenlos, einen Bugatti mit Mansory Bodykit zu machen. Aber gut, Leute, wir haben das zweite Auto geklaut. Wir werden gerade nicht mal von der Polizei verfolgt. Das ist ja alles hier, läuft ja perfekt, Freunde. Ich würde sagen, wir bringen das Auto jetzt mal noch zu uns und dann kümmern wir uns um das letzte Auto. Let's go, Leute. Okay, Leute, so. Und das zweite Auto. Ey, wir haben jetzt schon einen krass getunten Rolls-Royce Cullinan, einen heftig getunten Bugatti. Also die Autos, Leute, kein Wunder, dass die hier 15 Millionen wert sind. Das sind Milliardärsautos, Leute. Checkt ihr das überhaupt? Aber gut, Freunde, jetzt müssen wir zur letzten Location. Und zwar hat der Typ vorhin gesagt, es geht dabei irgendwie um so ein neues G-Klasse-Modell, irgendeine Zukunfts-G-Klasse. Und sowas ist ja richtig viel wert. Das ist ja ein Konzeptauto, Leute. Wenn das Auto, wenn sowas in die falschen Hände gerät, da macht ja Mercedes Milliardenverlust. Also eigentlich können wir dafür sogar noch mehr Geld verlangen. Naja, wir schnappen uns jetzt auf jeden Fall hier mal wieder ein Auto. So, du da vorne. Tut mir leid, gib mir dein Auto. Oh, jetzt hat er mich sogar noch angefahren. Und dann fahren wir jetzt noch zur letzten Location, Freunde. Let's go. Okay, Leute, wir sind hier in so einem Fahrschulauto gerade unterwegs. Und hier müsste der letzte Ort sein. Aber, Leute, wartet mal. Warum stehen denn hier schon Polizeiautos? Ey, das ist ja gar nicht gut. Wir parken ihn mal kurz am Rand. Vielleicht können wir irgendwas rausfinden. Wird das letzte Auto sogar von der Polizei beschützt oder was? Wir gehen hier mal ganz kurz hin, Leute. Da vorne stehen so ein paar Officer. Wir hören mal ganz kurz zu. Vielleicht sagen die ja irgendwas. Ja, auf jeden Fall, Sie müssten jetzt das Gelände räumen, Sir. Ich weiß, das ist Ihr Auto, aber Ihre Sicherheit ist wichtiger. Hä? Ja, okay, also wenn Sie auf mein Auto aufpassen, dann passt alles, ja. Ich würde dann losfahren, ne? Bringen Sie mein Auto in Sicherheit. Ja, Sir. Okay, Leute, habt ihr das gehört? Der Typ kriegt da einfach Polizeischutz. Wir müssen jetzt hier richtig aufpassen. Aber das muss ja irgendwas ganz, ganz Besonderes sein, wenn sogar hier die Polizei das Auto beschützt. Oh, der fährt weg. Mit einem krass getunten Lamborghini Urus. Okay, der Typ ist weg. Jetzt nur noch hier die Polizei, die wir loswerden müssen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe hier genug davon, rumschleichen und sowas. Wir machen jetzt hier richtig voll Action. Wobei, oder? Vielleicht ist das doof. Ich werde mal gucken, ob wir uns irgendwie von hinten auf das Grundstück... Oh, Leute. Hä? Warum kommt denn da Polizei? Warum kommt denn da noch mehr Polizei? Schnell verstecken. Warum kriegen wir denn Verstärkung? Das Gelände ist umstellt. Infrarotbrillen auspacken. Jemand befindet sich auf dem Gelände. Oh, die wissen schon, dass wir sind. Okay, Leute, dann können wir es eh nicht mehr verhindern. Okay, wir haben direkt 3 Sterne. Es geht hier direkt voll los. Oh mein Gott, die wussten, dass wir kommen, Leute. Oh mein Gott. Schnell. Alle ausschalten. Okay, da drin, das muss die Zukunfts-G-Klasse sein. Und wir dürfen den Wagen nicht viel beschädigen. Alter, die haben mich hier komplett umstellt. Bleiben Sie in der Garage, Sie haben keine Chance, rauszukommen. Okay. Das ist die letzte Warnung, Sir. Ihr sagt, ich habe keine Chance, rauszukommen. Das wollen wir doch mal sehen hier. Feuer frei. Ich werde hier alles in die Luft sprengen. Okay. Oh mein Gott, die haben das ganze Gebäude umstellt, Leute. Wir haben jetzt schon vier Sterne. Okay, ich muss hier irgendwie ankommen. Warte mal, was würde Touren in meiner Position machen? Minigun-Action! Oh, okay, alle weg. Das ist hier so eine... Alter, was ist das hier für eine G-Klasse, Leute?
Das sieht ja ganz krank aus. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie versuchen abzuhauen, ohne dass der Wagen komplett beschädigt wird. Oh, Junge, 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 das ist ja wie eine Alien-G-Klasse hier. Und weg hier, und weg hier, und weg hier. Okay, nein, der Wagen ist jetzt schon ein bisschen beschädigt. Oh, die schießen auf mich, Leute. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Freunde. Oh, oh mein Gott, nein. Nein, 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 Leute, wie soll ich so entkommen? Wie soll ich denn so entkommen? Nein, ich habe jetzt schon Platten, ich habe jetzt schon Platten. Okay, Freunde, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich brauche irgendeine... Wisst ihr was? Ich werde den Typen mal anrufen. Ich werde den Typen mal anrufen. Der hat hier eine Nummer draufstehen auf dem Zettel. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Wenn er das Auto haben will, dann muss er mir hier auch raushelfen. Hallo? Ja? Hallo? Ja, hallo. Ich brauche hier Hilfe. Ich schaff's nicht, die Sterne abzuschütteln. Polizei ist zu stark. Die G-Klasse ist schon beschädigt. Wenn Sie das Auto haben wollen, helfen Sie mir hier raus. Ja, wo sind Sie? Ich schicke Ihnen meine Koordinaten durch. Okay. Okay, ciao. Okay, ich versuche jetzt hier so lange wie möglich durchzuhalten, Leute. Der muss mich hier irgendwie rausholen. Egal, wie er es macht. Oh, wow, 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 wow. Ich weiß nicht mehr, wie lange die G-Klasse noch durchhält, Leute. Wenn das Ding hier gleich explodiert und abfackelt. Achtung, Achtung. Der Typ ist hinter uns. Der ist hinter uns. Mit einem Cargo-Bob. Der will uns hier rausziehen. Okay, komm, ziehen Sie mich hier raus. Ziehen Sie mich hier raus. Okay, okay, okay. Halt in die Luft, halt die Luft. Ich komme dran gefahren. Los, los. Fahren Sie ran, fahren Sie ran. Oh, wir haben es fast, wir haben es fast. Ja, wow, oh mein Gott. Werben Sie, werben Sie, werben Sie. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fliegen Sie mich weg, fliegen Sie mich hier weg. Oh mein Gott, das war richtig knapp, Leute, das war richtig knapp. Okay, Leute, wir schütteln jetzt hier erstmal die 5 Sterne ab und dann kriegen wir hoffentlich gleich unser Geld, Leute. Boah, das war auf jeden Fall gerade eine knappe Sache, ey. Sie haben es geschafft, Kramix. Das Geld wird hier auf Ihr Konto überwiesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Warten Sie mal kurz. Warten Sie mal kurz. Ich weiß, dass diese Zukunfts-G-Klasse viel, viel mehr wert ist. Sehen Sie noch Reifen dran? Ich möchte eine Gehaltserhöhung. Sir, hätten Sie das Auto ohne Kratzer gebracht, hätten wir einen Jackpot machen können. Aber so müssen wir leider den Reparatur viel reinzahlen. Okay, warte. Ich mache einen anderen Vorschlag. Wir bleiben bei 15 Millionen und dafür kriege ich den Rolls-Royce Kaivani da hinten. Machen wir. Okay. Okay? Es ging uns nur um die G-Klasse. Okay. Alter, geil, Leute. Die haben die G-Klasse, sind zufrieden. Ich habe noch 15 Millionen und wir haben einen neuen Rolls-Royce. Die verladen die Autos jetzt hier, bringen die keine Ahnung wohin. Der ist auch ein bisschen beschädigt, aber wir haben einen neuen krassen Rolls-Royce Cullinan Kaivani. Ey, der sieht ja überheftig aus. Und wir können ja gleich mal gucken, wie schnell der Lambo hier wird, wie der Kickdown machen kann, weil ich habe den hier richtig krank auftunen lassen, Leute. Und dann checken wir gleich mal, was hier in der Stadt so abgeht, Leute. Let's go. Hey! Hey, was denn hier? Hä? Hallo, Alter, das ist mein neuer Lambo. Was soll die Scheiße? Hey! Du da, Riesenbaby, du bist mir voll in mein Lambo reingefahren. Was du reden, Riesenbaby? Du weißt, mit wem du reden hier. Mein Name ist Blob. Schau, du siehst aber hier. Hä, mit wem rede ich hier? Wer bist du? Name Blob. Blob. Was? Blob. Du nicht kennst Blob? Nein, ich kenn Blob nicht. Ich weiß nur, dass du in mein Lambo reingefahren bist. Ey, und der Alter sagt, ey, was soll das hier mit der Waffe, Junge? Nee, hey, hey, ruhig, ruhig jetzt. Dreh dich um. Scheiße, Leute, wir haben keine Waffe dabei. Du hörst zu, du verstanden. Ich suche dich die ganze Zeit in der ganzen Stadt. Ah, und was willst du von mir? Du ein Crimex, ha? Ja, ich bin ein Crimex, ja. Ah, Crimex, ich habe gesucht nach dir, hä? Leute, was will der denn von uns, ey? Ja, okay, und jetzt? Alter, was soll das? Hast du den auch bezahlt, mich anzufahren, oder was? Ah, was hat der gemacht? Das ist wehgetan, verdammte Scheiße. Steh auf. Der ist einfach zu schwer, um aufzustehen, Leute. Ah. Kommst du hoch? Geht's dir gut? Ja, verdammt. Ja, was wollt ihr Bummis denn jetzt hier von mir, hä? Verdammt, ich habe gehört, du bist gut in schnellen Autos, hä? In Autos klauen, ja, habe ich früher ein paar Mal gemacht, ja. Genau, du helfen Blob, stellen 3 Autos. Der will dich in Autos für den Klau. Ja, nee, nee, ich bin in Rente. Ich habe keinen Bock mehr, mache ich nicht. Was ist Rente? Ah, du Rente, okay. Ja. Du bist in das Blob gerne, es sind Kinder, ha? Ja, Blob ist gerne Kinder. Wo deine Bruder wohnt. Leute, der weiß was von Paul Bär. Hä, woher weißt du, dass ich einen kleinen Bruder hab? Ah, Blob, wir sind viel in der Stadt, hä? Ah, und du drohst also meinen kleinen Bruder zu essen, hä? Genau, du richtig verstanden. Du weißt wohl nicht, mit wem, wer mein bester Freund ist, hä? Du weißt wohl nicht, wer meine besten Freunde hier sind. Wer sind denn deine besten Freunde? Mein bester Freund ist Turan, hä? Wladimir und Chico, könnt ihr euch vorstellen. Das sind also, okay, ja, toll. Ich bin Wladimir.
So, hör mir jetzt mal zu hier, Riesenbaby. Ich hab keinen Bock, deine Autos für dich zu klauen. Ist mir egal, wie viel du zahlst, Junge. Hören zu, du bringen Autos. Hey! Ich glaube, wir hören dir lieber zu. Du nicht Verstand, wenn du nicht bringen Autos. Ich esse einen Paulberger zu Frühstück. Alter, hey, hey, okay. Lass meine Familie da raus, Junge. Also, Liebe. Du, was er sagt. Ja. Du haben 2 Tage Zeit, Verstand? 2 Tage. Ja, und was springt dabei für mich raus, hä? Du kriegst 1 Million pro Auto, hä? 1 Million pro Auto. Aber du musst auch wirklich gute Autos da rausholen. Ja, gut. 3 Autos willst du haben, ne? 3 Autos. Du kriegst 3 Autos, 3 Millionen. Okay, aber wenn du so gut zahlst, was ist denn da der Haken da dran? Musst du die aus der Militärbasis klauen oder was? Der Haken daran ist, dass deine Bruder lecker Snack für Blob wird, wenn du ihn jetzt nicht sofort losmachst. Auf von meinem Bruder zu reden. Okay, dann sag mir, wo ich die Autos klauen soll. Beim neuen Autohaus, neu aufgemacht in die Stadt. Du kannst gucken auf Google Map. Okay, das neue Auto aus, alles klar. Okay, 2 Tage habe ich Zeit. Okay. Mach's gut, Blab. Spokojne noch. Na, ist vielleicht mal ein paar weniger Burger, Junge. So. Burger. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Alter, wer ist dieser Blab? Habt ihr schon mal irgendwas von dem gehört? Ich auf jeden Fall nicht, Mann. Der weiß wohl nicht, mit wem er hier was zu tun hat. Das Problem ist nur, Leute, Touren ist ja gerade untergetaucht. Keine Ahnung, wo der ist. Sonst hätte ich einfach gesagt, Touren, kümmere dich mal um den. Aber egal, Leute, wir sind auf uns allein gestellt. Ich habe jetzt hier keinen Bock, dass die irgendwie Paulberger oder meiner Familie was antun. Jetzt wurde ich auch noch geblitzt, Mann. Aber okay, Freunde, ihr habt's gehört. Wir müssen 3 Autos klauen. Wenigstens bekommen wir dabei noch eine gute Bezahlung. Und zwar 1 Million pro Auto. Wir werden jetzt mal zu dem neuen Autohaus hinfahren. Leute, wir haben ja schon öfter Autos geklaut. Das wird schon nicht so schwer sein. Wir werden da jetzt einfach mal hinfahren, mal abchecken, gucken mal, ob man da gut Autos klauen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Okay, Freunde, da vorne scheint dieses neue Autohaus zu sein. Wisst ihr was? Wir parken unseren Lambo mal lieber hier um die Ecke. Nicht, dass die hier irgendwie noch wissen, keine Ahnung, wenn ich hier gleich Autos klaue von, ja, nicht, dass sie eben noch mein Kennzeichen erkennen oder sowas. Man soll ja den Fluchtwagen immer gut tarnen, Leute. Das haben wir ja gelernt. Wir werden jetzt aber sowieso erstmal hier in das Autohaus reingehen. Erstmal einen Überblick verschaffen. Wir können uns ja erstmal so ein bisschen umschauen, Leute. Gucken, wo die Kameras sind, wo die Securities sind, damit wir wissen, wie wir da am besten zuschlagen können, Leute. Wo ist denn hier überhaupt der Eingang, Alter? Ich sehe hier gar nicht durch. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass hier ein neues Autohaus aufgemacht hat. Ey, da gibt es ja echt viele hier in der Stadt. Oh mein Gott. Okay, hier sind direkt mal 2 Securities am Eingang. Alter, das scheint ja richtig gut bewacht zu sein. Okay, wir gehen jetzt hier mal rein. Da sitzt auch noch jemand. Hier ist der Empfang. Wir können ja einfach mal nett hier beim Empfang fragen, ob wir mal uns mal hier umgucken dürfen oder so. Hallo, guten Tag. Ja, hallo, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich würde mich ganz gerne mal hier umschauen. Ich habe gesehen, Sie haben hier neu aufgemacht in der Stadt. Sie und hier umschauen? Also, Sie sehen jetzt nicht wirklich so aus, als könnten Sie sich irgendwas hier leisten. Hä? Leute, was sagt die da, hä? Ja, Sie können mich doch jetzt hier nicht auf meine Klamotten reduzieren oder so. Sie wissen doch gar nicht, ob ich mir hier was leisten kann. Naja, aber ich weiß nicht. Was jetzt, Leute? Ja, okay, dann gehe ich halt woanders hin. Tschüss. Ja, gut, machen Sie das. Alter, Leute, was war das denn? Hä? Wie abgehoben sind die denn da in dem Autohaus? Das Problem ist, ich kann jetzt da ja nicht irgendwie anfangen, Streit oder so zu machen. Dann würden direkt die ganzen Securities auf mich gehen, Leute. Wir müssen das hier taktisch angehen. Wir müssen 3 Autos klauen, sonst passiert ja unserem kleinen Bruder Paulberger was. Aber wir können ja mal von außen hier einmal entlang gucken. Ich sehe hier nämlich schon, was ist das denn? Ferrari steht hier, okay. Oh, auch voll getuned. Dann steht da ein Rolls-Royce Cullinan. Was ist das hier, eine G-Klasse? Boah, sogar ein Brabus, G900 Brabus, ein Lamborghini Urus da hinten noch. Ich will gar nicht wissen, was die noch im 2. Stockwerk haben, Leute. Okay, also ihr merkt schon, die sind schon richtig gut ausgestattet. Das Problem ist jetzt nur, ich muss einmal genau wissen, wie viele Securities da drin sind. Deswegen, auch wenn ich eigentlich unseren Fluchtwagen, mein Auto privat halten wollte, wir müssen da kurz mit unserem Lambo hinfahren, flexen, damit wir da ernst genommen werden, ja? Sehr, sehr unangenehm, dieses Verhalten hier von der Dame da drin, dass man nur so ernst genommen wird. Aber wir müssen da so reingehen, weil sonst wird ja Paulberger was passieren. Leute, aber aus Prinzip würde ich in dem Autohaus schon mal gar nichts kaufen, ey. So, wir parken jetzt hier fett den Lambo vor der Tür. Machen am besten jetzt hier noch ein bisschen Burnout, damit die das auch wirklich mitbekommt hier. So, jetzt steigen wir hier nochmal aus. Mal gucken, ob wir jetzt besser behandelt werden. So, hallo, jetzt hier nochmal auf ein neues. Ach, Sie sind schon wieder. Ja, habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich von diesem Autohaus entfernen sollen, oder? Ja, das haben Sie gesagt, aber da draußen der Lambo, der gehört mir. Ach, das ist Ihr Wagen? Ja, genau, das ist mein Wagen. Und ah, okay. Ich bin interessiert, mir ein Auto zu kaufen. Okay, dann ist es natürlich etwas anderes. Gut. Alter, Leute, ja, schauen Sie sich das gerne mal um. Ja, okay, danke schön. Ey, Leute, überlegt euch das mal. Wir werden hier ganz anders behandelt, nur weil wir jetzt mit einem anderen Auto kommen. Ekelhaft, das Auto ist. Also, da hätten wir so oder so mal was klauen müssen. Okay, aber jetzt kommen wir zurück zur Mission, Freunde. Wir gucken uns jetzt mal um. Also, alleine, hier steht noch ein Security. Ich habe jetzt hier schon 4 Securities nur im Erdgeschoss gesehen. Die machen hier richtig ernst. Die wissen, was hier in der Stadt abgeht.
Alter, das sind ja auch alles getunte Autos. Der Lamborghini Urus hier alleine getunt. Was? Ein Pagani steht hier. Leute, die Teile sind 4 Millionen wert. Alter. Der Rolls-Royce Cullinan hier mit Mansory Kit, okay. Ferrari hier auch getunt. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, richtig kranke Autos hier. So, wir gehen mal hoch in die zweite Etage. Mal gucken, was da noch so steht, Freunde. Oh, Alter. Oh mein Gott, Leute, guck mal, das hier, unser Lambo. Auch so ein getunter Lamborghini Huracan. Ah, auch wild. Auch so eine halbe Million hier. Und was? Nein. Ein Porsche Carrera GT. Wisst ihr, wie viel die wert sind, Leute? Auf jeden Fall ein paar Minuten. Ja, hallo? Kann ich die Frage, was Sie oben machen, ist eigentlich nur für exklusive Gäste, ja? Ist nicht jeder Gast ein exklusiver Gast? Nein, nicht, dass ich wüsste. Muss okay. Ich mal nachfragen. Und Sie sind hier die Reinigungskraft, oder was? Ja, ich bin Pensuela, ich putze hier, ja? Okay, wie war Ihr Name? Pensuela. Pensuela, so unter uns. Sind die zu Ihnen auch so unhöflich wie zu mir? Ja, natürlich, natürlich. Ich kriege keine Dollars. Ich putze den ganzen Tag. Ich habe wirklich nichts verdient. Wissen Sie, ich habe 17 Kinder. Alter. Ey, ja. Leute, wisst ihr, was mir gerade so einfällt? Vielleicht könnten wir hier mit der Reinigungskraft der Dame, könnten wir vielleicht uns einen Vorteil hier verschaffen. Kommen Sie mal hier runter. Hören Sie mal, ich habe hier vor, den Laden auszurauben, ja? Dabei kann auch was für Sie rausspringen. Dann können Sie schön in Rente gehen, sich um Ihre 17 Kinder kümmern. Aber da brauche ich Ihre Hilfe. Ich habe noch nie etwas Illegales gemacht, ja? Ich gebe Ihnen 1 Million. 1 Million? 1 Million, ja. 1 Million Dollars? 1 Million Dollars. Oh no, da kann ich ja nicht widerstehen, ne? So, gibt's hier irgendwie so eine Art Mitarbeitereingang oder so? Mitarbeitereingang, ja. Ja, irgendwie so ein Hintereingang oder so, wo Sie mich reinlassen können. Ich glaube, unten gibt es, glaube ich, einen weiteren Eingang, ja? Ja, okay, okay, alles klar. Da müssten Sie mich vielleicht später einmal durchlassen, ja? Na gut, aber... Ich werde Ihnen 1 Million geben, wenn alles vorbei ist. Na gut, aber ich habe Sie nie gesehen, wenn ich... Ja, natürlich haben wir uns nie gesehen. Alles gut, machen Sie weiter, einfach weitermachen. Na gut. Oh, Leute, das ist richtig gut, weil mir geht es ja eh nicht ums Geld. Mir geht es ja eher darum, dass Paul Berger nichts passiert. Dann geben wir ihr einfach 1 Million ab, Freunde. Und die sollen uns dann da durch den Hintereingang... Oh mein Gott. Da steht ja noch ein Security. Aber okay, Freunde, wisst ihr was? Wir können jetzt direkt schon mal das erste Auto klauen, Leute. Und zwar, ich werde jetzt einfach mal fragen, ob ich eine Probefahrt machen kann. Ja, hallo, mir ist da ein Auto besonders aufgefallen. Ja, welches Modell wäre das denn einmal? Wollen Sie einmal mitkommen? Dann zeige ich Ihnen das. Ja, genau. Oh, Leute, ich werde jetzt erstmal eine Probefahrt machen und dann werden wir direkt mal das erste Auto klauen. Die werden gar nicht wissen, was abgeht. Ja, also ein Auto ist mir jetzt hier besonders aufgefallen. Das ist da hinten einmal dieser Rolls-Royce Cullinan. Ja. Ja? Wäre es möglich, damit einmal eine Probefahrt zu machen? Ja, sicherlich. Also nehmen Sie einfach, der Schlüssel liegt drin und dann können Sie einfach hier durch perfekt. Die... Perfekt, Leute. Oh, geil, Leute. Wir können einfach damit wegfahren. Das ist ja voll einfach gemacht hier. So, der Schlüssel steckt ja auch schon drin. Zack. Ja, genau. Aber ein Security, der muss einmal mitkommen. Aus Sicherheitsgründen. Ja, okay. Alles gut. Parken Sie mir das Auto dann einfach raus und der Security kommt dann einfach dazu, ja? Ja, genau. Dankeschön. Kann ich jemanden beauftragen? Ach, verdammt, Leute. Da kommt doch jemand mit. Das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Aber, Leute, halb so wild, weil wenn das nur trotzdem nur ein Security ist, den können wir easy alleine ausschalten. Wir warten jetzt mal kurz hier draußen. Die sollen jetzt mal den Wagen hier vorfahren und dann, Leute, werden wir das erste Auto klauen. Let's go. Ey, Leute, Mann, wo bleiben die denn? Kommen die hier nicht vorgefahren oder so? Wann dürfen wir denn jetzt hier mal die Probefahrt machen, ey? So, da bin ich wieder. Der Wagen steht jetzt so weit hinten, ein Security. Ah, hinten, Mann, okay. Ist sozusagen auch schon da. Okay. Wenn Sie mir einmal folgen würden. Dankeschön. Ah, Leute, ich dachte, hier vorne kriegen wir das Auto hinten natürlich. Okay, alles klar, so. Okay, Freunde, jetzt müssen wir uns aber richtig was überlegen, wie wir dann den Wagen jetzt am besten klauen können. Mal schauen, Freunde. Aber das sollte ja noch relativ einfach jetzt sein mit nur einem Security. Hier gehen wir hier mal durch. Und, oh, da steht ja schon, Leute. Rolls-Royce Cullinan Mansory, krasse Kiste. Ah, und Sie sind hier der Security, der mit dabei ist bei der Probefahrt, ha? Ja, yeah, guten Tag. Guten Tag, ja, so. Dann, ich bin in 5 Minuten wieder da. Okay, sehr schön. Leute, wir werden in 5 Minuten nicht wieder da sein. Okay, oh ja, der Wagen, der fühlt sich ja richtig gut an. Wir müssen den jetzt hier so ein bisschen verarschen, Leute. Ja, der lässt sich sehr gut fahren, der Wagen, auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, ich werde den kaufen. So. Oh mein Gott, ey, der Reifen ist geplatzt, was ist das denn? Oh. Sie wollen mir hier voll den Müll verkaufen, sehen Sie das nicht, ey? Hier vorne ist gerade der Reifen geplatzt. Oh, Leute, der Reifen ist natürlich nicht geplatzt. Ja, genau, hier, sehen Sie das da nicht hier? Genau, da sehen Sie doch, dass da der Platten ist. Ich sehe da gar nichts, da ist was. Nein. Geh schlafen, Junge. Oh mein Gott. Wow. Leute, wir haben den Security ausgeschaltet. Jetzt aber ganz schnell hier mit dem ersten Auto abbaut. Und Leute, dann haben wir einfach schon das erste Auto geklaut.
So, dieser, wie hieß der Typ nochmal? Ich habe den Fall vergessen, wie dieser komische, dieses Riesenbaby hieß. Hab seinen Namen vergessen, aber egal, Leute. Oh, wir haben das erste Auto geklaut. Wir müssen jetzt wahrscheinlich halt einfach nur richtig aufpassen, weil die werden das bestimmt gleich merken, dass ich nicht mehr zurückkomme und dass da einer der Securities fehlt. Aber egal, Leute, wir bringen das Auto erstmal weg. Und dann let's go, Freunde, weiter geht's. Okay, Freunde, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Auto. Übrigens, Leute, wir spielen hier auch gerade auf dem Insel-RP-Server. Also, wenn ihr da auch mal spielen wollt, Leute, die IP ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir müssen jetzt hier mal schauen, Leute. Oh mein Gott, die drehen jetzt hier richtig durch. Alter. Okay, es ist, wie ich es mir dachte, Leute. Die wissen auf jeden Fall, dass wir ein Auto geklaut haben. Die sind auf jeden Fall in Alarmbereitschaft. Oh mein Gott, die haben sogar einen Sniper auf dem Dach stehen. Oh mein Gott, okay, warte. Ich sehe allein 5 Stück jetzt hier draußen. Ey, wir müssen uns jetzt richtig was überlegen. Wie soll ich denn da jetzt nochmal reinkommen und ein Auto klauen? Ey, Leute, was würdet ihr machen? Sollen wir vielleicht einfach... Wenn ich jetzt hier einen wegschieße, dann geht es ja hier direkt richtig los. Ich muss die Stück für Stück langsam ausschalten. Die stehen da immer zu zweit unterwegs. Wisst ihr, wie ich... ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Wir werden einen langsam weglocken, ihn ausschalten und als der verkleiden und dann uns als Sicherheitsmann ausgeben. Leute, so werden wir es machen, Freunde. Jetzt natürlich nur mal die Frage. Ich werde mich jetzt hier erstmal langsam ransneaken von der Seite. So, das Auto parken wir wieder hier. Ich habe jetzt hier gar keinen Bock, direkt 5 Sterne oder sowas zu bekommen. Da stehen sogar Polizeiautos davor. Ich glaube, die sind sogar irgendwie mit der Polizei zusammen am Arbeiten. Okay, hier hinten ist weniger geschützt. Das können wir uns vielleicht für danach merken, Freunde. Wir haben ja hier unsere, diese Reinigungskraft, mit der wir connected sind. Die kann uns dann vielleicht später hier den Hintereingang öffnen. Okay, jetzt lass uns mal überlegen, wie können wir, was kann ich... Oh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich werde zur Ablenkung Ball hinwerfen. Dann wird der eine Typ sich vielleicht wundern, wo der Ball herkommt. Der kommt hierher gelaufen, dann werden wir den ausschalten und seine Klamotten nehmen. Okay, und wir werfen den Ball. Let's go. Okay, jetzt in Deckung gehen. Kommt da einer angelaufen? Ja, perfekt. Er guckt in unsere Richtung. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Komm, angelaufen. Machst du gut, ja. Okay, okay, Freunde. Nein, da stoppt er. Der darf uns nicht sehen, der darf uns nicht sehen. Weg hier, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Oh nein, er läuft wieder zurück. Warte mal, wir werfen noch einen Ball. Noch einen Ball. Lauf noch ein Stück weiter. Komm, noch ein Stück weiter. Ja, er dreht sich wieder um. Sehr gut, sehr gut, ja. Ja, komm, frag dich, wo der Ball herkommt. Oh, perfekt, Leute, perfekt. Er kommt, er kommt, er kommt. Das ist nur das Ding, wir müssen ihn jetzt hier gleich ausschalten. Okay, wenn er jetzt gleich wegguckt. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Zugriff, 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 Zugriff. Und geh schlafen! So, weg mit dir, Idiot. Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, okay, okay, okay. Jetzt erstmal den schön hier zur Seite tragen, nicht, dass der auffällt, Leute. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns gleich da hinten im Gebüsch seine Klamotten und dann geben wir uns einfach als Sicherheitskraft aus, Leute. Let's go. Das ist doch hier wieder der Meisterplan. So, Leute, wir haben uns erstmal schnell seine Klamotten geholt. Oh ja, also ich sag ehrlich, wir könnten ja als Security durchgehen. Wenn uns jemand komische Fragen stellt, sagen wir einfach, wir sind hier der Neue, der Praktikant. So, dann gehen wir mal wieder zurück, schön auf unsere Position. Gehen mal hier rein, Leute. So, muss ja niemand wissen, warum wir jetzt hier drin rumlaufen. Dann sagen wir einfach, wir checken hier gerade den Innenraum. Jetzt die Frage, Leute, was werden wir als nächstes klauen? Oh, da vorne ist wieder die Empfangsdame, okay. Okay, das Ding ist überlegt gerade, sollen wir erst alle ausschalten oder direkt das Auto klauen? Nee, wisst ihr was, wir klauen erst das Auto, wenn wir die Möglichkeit haben. Oh, oh, als nächstes klauen wir den Pagani, Leute, 4 Millionen Dollar Auto. Okay, einsteigen, einsteigen, okay, ich hoffe, niemand stellt hier komische Fragen. Und so, schön wegfahren, 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 Leute, die Treppe hoch. Oh, komm, 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 komm. Niemand hat es bis jetzt bemerkt. Niemand hat es bis jetzt bemerkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Leute. Der Pagani wird bewegt. Nein. Ich wiederhole. Nein, 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 nein. Die haben einen Funkspruch durchgegeben. Oh, schnell weg. Oh mein Gott, was? Da sind jetzt schon die Polizeiautos am Start. Was ist denn jetzt los? Okay, okay, okay. Weg nach rechts ab. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich habe nur angetäuscht. Ah, nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Leute, was geht denn jetzt ab? Alter, die sind richtig schnell, die Polizeiautos. Wir haben einen Pagani. Alter, wir müssen schneller sein. Oh, komm, Kickdown, Kickdown, Kickdown. Wie schnell fahren wir hier? 200 in der Stadt. Oh, da kommt schon der Nächste. Da kommt schon der Nächste. Ja, ja, wahrscheinlich bleibe ich jetzt hier direkt stehen. Von träumt der nachts hier. Wisst ihr was? Wir müssen es eigentlich nur auf den Highway schaffen. Dann kann ich die easy wegziehen. Dann kann ich die doch easy abziehen hier. So, dann einmal hier. Genau, Leute, da vorne kommt gleich der Highway. Oh, alles gut. Oh mein Gott, die kommen jetzt schon kaum noch hinterher. Die kommen ja. Nein, oh mein Gott, wir wurden hier gerade geblitzt. Wir wurden hier gerade geblitzt. Nicht, dass sie jetzt hier wissen, dass wir hier entlang gefahren sind. Oh, komm, 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 komm. Und Leute, hier schnell auf den Highway drauf und jetzt Kickdown. Komm schon, dann haben wir gleich das zweite Auto geklaut. Ja, 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 ja. Ey, die kommen gar nicht hinterher. Ey, solche Schmalspurpolizisten. Let's go, Leute. Und damit würde ich sagen, haben wir das zweite Auto geklaut. Jetzt gleich noch die Nummer 3, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir kommen jetzt hier zum Finale der Mission, Leute. Das dritte Auto müssen wir jetzt klauen. Und die sind natürlich jetzt hier richtig in Alarmbereitschaft. Oh mein Gott, der Sniper da auf dem Dach. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. So, da unten steht auch wieder jemand auf Position. Ey, wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt einfach hier Full Action. Als erstes werde ich mir den Sniper auf dem Dach da nämlich holen gleich mal.
So, da ist er, wenn er gleich stehen bleibt. 3, 2, 1 und... Und weg mit dir! Oh mein Gott, wir müssen die wegschießen! Oh, die schießen zurück, die schießen zurück, die schießen zurück! Oh... Komm, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay, 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 aufpassen, 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 die dürfen uns nicht treffen. Da ist richtig Action, so, da unten der nächste ist weg, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, ey, das sind richtig viele Leute, wir müssen es vielleicht auf einen anderen Weg probieren. Okay, wir müssen uns bewegen, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele da noch drin sind. Oh, komm, 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 Leute, okay, wir müssen aufpassen, warte mal. Hier hinten ist doch dieses Garagentor, Leute, der Hintereingang. Wir hatten doch hier die Reinigungskraft Pensuela oder wie die hieß. Vielleicht kann die uns da reinlassen, weil vorne sind die ganzen Wachen. Okay, da ist noch einer, da ist noch einer. Wir müssen irgendwie eine Ablenkung machen, damit die uns nicht sehen, dass wir da rüberlaufen. Wir nehmen mal eine Granate raus. Und jetzt werfe ich eine Granate da hinten hin. So, renn, 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 renn. So, komm, 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 komm. Und rüber. Okay, alles gut. Wir haben uns nicht bemerkt. Wir haben uns nicht bemerkt, Leute. Ich glaube, wir müssen gleich vielleicht noch jemanden ausschalten. Und weiter geht's. So, zack, weg mit dir. Hier, der nächste ist weg. Aufs Dach gucken, da ist auch niemand. Wo kommen die Schüsse her? Da hinten. Okay, sehr gut, auch ausgeschalten. Und jetzt weiter vorrücken, Leute, weiter vorrücken. So, komm, das letzte Auto, das müssen wir jetzt auch noch schaffen. Das letzte Auto, das kriegen wir in... Oh, Leute, da hinten läuft die, da hinten läuft die. Psst, psst. Pensuela, Pensuela, mach auf. Hörst du dich an mich, ja? Ja, mach auf, du kriegst 1 Million. Komm, mach auf, mach auf, mach auf. Mach das Tor auf. So, sehr gut. Dann kann die gute Dame in Rente gehen. Oh, das Tor ist auch gerade abgeschossen. Sehr gut. Und sie macht auf. Nein, nein, ist wieder abgeschossen. Jetzt. Pensuela, los, 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 schnell. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Nein, werde ich, verdammt. So, ja, ist okay. Pensuela, ich will, dass du mitfährst. Dann kriegst du da dein Geld, ja? So, als nächstes. Komm, wir klauen einfach diese G900 Brabus. Sicher, dass das ist teuer, ist nicht, ja? Ja, keine Ahnung, ist egal. Komm. Wir nehmen die G-Klasse. Hier, einsteigen, Pensuela. Los, 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 die Bullen kommen. Schnell. Mach hinne. Oh, komm, 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 komm. Ja, ich beeil mich, Pensuela, alles gut. So, komm, Leute, raus hier, bevor jetzt hier noch mehr kommen, Alarm ausgelöst wird, Polizei oder sowas. So, komm. Dann beeil dich, ja? Ja, ist gut. Oh mein Gott, was? Hier ist sogar schon ein Polizeihelikopter. Oh, schnell, Leute. Oh, wir müssen ganz schnell zum Hafen, Leute. Wir müssen ganz schnell zum Hafen. Oh je, okay, komm. Alter, die drehen ja hier richtig durch. Oh mein Gott, komm, dann lass mich hier raus. Ich will kein Geld von dir, ich will mein Leben. Nein, du kriegst dein Geld, Pensuela. Oh. Was für ein Geld, die wir verfolgt von 30 Polizisten, ja? Oh mein Gott, Leute, was denn hier los? Was denn hier los? Komm, wir müssen nur zum Hafen kommen. Wir müssen rein, warte, hier ist der Flughafen. Wir müssen ein bisschen anders fahren. Bin falsch gefahren. So, einmal hier runter wieder. Gott, oh mein Gott, ja. Hahaha, die sind falsch gefahren, sehr gut. Verdammt. Oh, ja, wir müssen irgendwie den Helikopter loswerden. Kriegen wir das denn hin? Okay, Pensuela, du musst jetzt gleich ganz ruhig bleiben. Ich werde hier ruhig bleiben, ne? Ja, ich werde nur kurz den Helikopter los. So, okay. So, Leute, jetzt ist der Helikopter dran hier. Was machst du? Oh, nein. Bleib einfach im Auto, Pensuela. Alles ist gut. Oh mein Gott, Leute, der weicht hier richtig aus. Der geht runter. Oh, der ist gar nicht so einfach zu treffen. Egal, ich spam ein bisschen treffe. Und bam, weg mit dir. Sehr gut. Okay, Pensuela. Was heißt, wer bist du, Mann? Komm, einsteigen. Weißt du was? Ich geb dir jetzt hier deine Millionen. Hier, nimm. Hier, zack. Gib ich dir in die Hand und jetzt raus hier. Zieh Leine. Ciao. Okay, gut, die sind wir los, Freunde. Jetzt werden wir einfach noch schnell das dritte Auto abgeben. Der Typ wartet am Hafen auf uns. Und dann, Leute, sind wir den Typen hoffentlich los. Paul Berger ist gerettet und wir sind 2 Millionen Dollar reicher, Leute. Das ist der Plan, ab zum Hafen. Okay, Leute, da vorne wartet der Typ schon. Wir haben alle drei Autos geliefert. Jetzt soll der Paul Berger in Ruhe lassen. So, Blab oder Bab oder wie du auch immer heißt. Ah, was für ein Bab oder Blab? Mein Name ist Blob, ja. Verdammt. Blob, okay. Ja. Hast du die Autos alle herbekommen, ne? Ja, hier, schau mal, hast du einen Rolls-Royce Cullinan Mansory, eine G900 Brabus und einen Pagani. Nicht das Beste vom Besten, aber wenigstens etwas. Die Autos sind 5 Mio wert, Junge. 5 Mio. Na gut, ich werde deinen Bruder in Ruhe lassen. Ja, gut, das hoffe ich doch. Und das Geld? Das Geld, hier, nimm. Ja, okay, war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Plop.
Klapp, kein Problem, weiß. Vielleicht sieht man sich wieder, ja? Ja, nächstes Mal nicht die Familie bedrohen, Junge, ja? Dabei. Bis nächstes Mal. Ciao. Ich schnapp mir hier mal meinen wunderschönen Lambo, Leute, und wir gehen heute einfach mal Amir in seiner neuen Werkstatt, beziehungsweise in seinem neuen Autohaus besuchen, meine Freunde, weil letztes Mal habt ihr vielleicht mitbekommen, haben wir ja mal mit ihm Autos getunt bei ihm gemeinsam und oh ey, pass mal auf, wo du hinfährst, Junge. Und das hat mir richtig Spaß gemacht und deswegen dachte ich mir, ich werde ihn einfach mal in seinem Autohaus besuchen, vielleicht können wir irgendwie wieder mit ihm ein paar Autos tunen, ein paar Autos verkaufen, dies, das, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wir fahren da jetzt direkt mal hin. Und nicht vergessen, Leute, checkt jetzt auf jeden Fall noch meine Adventskalender aus. Nur solange der Vorrat reicht, garantierte Lieferung in 1 bis 3 Werktagen mit einem kompletten Spielzeug, einer handsignierten Autogrammkarte und einem QR-Code auf der Rückseite mit einem extra Video nur für die Leute, die den Adventskalender haben. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, Leute, let's go ab zu Amirs Autohaus. Oh, Leute, schaut euch das mal an, sein Autohaus. Richtig schön hier mitten in der Stadt gelegen. Da ist auch schon sein Porsche. Da steht. Das können Sie doch nicht machen, das ist nicht legal. Alter, der schreit ja voll. Ja, natürlich rum, können wir das machen, Mensch. Was spricht dagegen? Sie haben ist doch keine los. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, das hier zu finanzieren, ne? Natürlich, wir haben einen Vertrag ready gemacht für 2 Jahre. Anja, Alter, schrei doch mal nicht so. Was ist denn los, Entschuldigen Sie bitte, es geht nicht. Meine Vermieter schmeißt mich einfach hier raus. Wie, der schmeißt dich raus aus deinem Autohaus, oder was? Ja. Alter, was? Abmarsch. Warte, Sie werden von meinem Anwalt hören. Warten Sie ab. Abmarsch, Abmarsch. Anja, ey, was ist denn los? Ich wollte hier mit dir ein paar Autos tun und so. Was passiert denn hier? Keine Ahnung, irgendwie Lambo-Händler sind neu in die Stadt gekommen. Sie haben wohl so viel Geld geboten, dass die einfach jetzt. Digga, das darf man nicht machen. Ich habe da einen Vertrag unterschrieben, ich habe im Voraus schon alles bezahlt. Wie, also jetzt, Lamborghini hat jetzt dein Auto aus quasi abgeworben oder abgekauft oder ja, so. Mann, jetzt habe ich kein Auto. Ey, warte mal, bleib mal kurz hier. Ich versuche mal mit deinem Vermieter zu sprechen. Ja, red mir, ich habe keine Lust mehr, Alter, ich hau ab. Alter, der arme Amir, Mann. Oh mein Gott, hier sind voll die krassen Lambos schon drin, so Rainbow-Lambo und sowas. Und Galaxy-Lambo steht sogar auch da hinten. Entschuldigung, der Herr? Ja, was ist denn los jetzt hier? Sie sind hier also der Eigentümer von dem Autohaus. Ja, jetzt nicht mehr. Ach, Sie haben das komplette Autohaus verkauft jetzt auch? Ich hab alles verkauft, ne? Deswegen, ich bin durch. Ah, und da kann man jetzt nichts mehr ändern. Also das ist schon verkauft an Lamborghini? Ist ein Lamborghini verkauft worden, ne? Wir haben jetzt hier eine andere Lieferung und also ich bin hier raus, ne? Ich trinke jetzt mein Wein und fertig. Ah, okay, na gut, dann viel Spaß. Noch eine Frage, darf ich Sie fragen, was hat Ihnen Lamborghini denn dafür gezahlt? Haha, weil Sie wissen, das waren ganze 20 Millionen! Alter, Lamborghini hat 20 Millionen dafür gezahlt. Ich bin aus hier! Leute, ich meine, ich kann den Eigentümer ja irgendwie verstehen, wenn jemand so viel Geld zahlt, dann verkauft man es halt an den, der am meisten Geld zahlt. Da will ich dem gar keine Vorwürfe machen. Aber der arme Amir, Alter, das tut mir jetzt richtig leid, Mann. Oh Mann, ey, wo ist er denn jetzt hin? Amir? Oh Mann, ey, der ist schon abgehauen. Der ist bestimmt richtig traurig. Alter, ach, ey, Leute, wisst ihr was? Wir können ja vielleicht Amir helfen, ein anderes Autohaus zu finden. Ich kenne ja noch so ein anderes hier da vorne in der Stadt. Wir können ja mal fragen, ob wir irgendwie vielleicht das an Amir vermieten können oder so. Also, ob wir das irgendwie für Amir vielleicht abkaufen können oder so. Ich weiß ja, wie gern der Autos tunt, ey. Das kann ich doch nicht hier so auf mir sitzen lassen, dass mein bester Freund hier einfach seinen Job quasi verliert. Ja, Leute, und zwar hier dieser Luxury Cars. Der Laden, der ist ja noch, da habe ich ja mein Auto auch hier tunen lassen. Mein Lambo habe ich hier tunen lassen. Das ist ja irgendwie so ein Luxusautohändler. Und ja, vielleicht wird der ja hier seinen Laden abgeben und vermieten und so, Leute. Wir gehen da mal kurz rein hier. Luxury Cars. Ja, guten Tag. Hallo. Leute, das ist ein neuer Besitzer. Guten Tag, super. Hallo, sind Sie der erste Kunde bei uns? Nein, ich wollte eigentlich hier den... Ich sehe schon, Sie haben auch einen Lamborghini. Ja, wir sind hier der neue Lamborghini-Store. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das neue... Was, das hier wieder ein Lamborghini-Händler? Warten Sie mal. Eine Frage, wo ist denn der Vorbesitzer hin? Bei dem habe ich mein Lambo tunen lassen. Ja, der ist weg, ne? Also, der wurde... keine Ahnung, wo das war überhaupt. Ich arbeite ja hier. Achso, Lamborghini hat das hier auch aufgekauft hier, oder was? Auf jeden Fall, ja. Wollen Sie anschauen? Hier, gucken Sie mal. Also, wir haben hier ein Exemplar des Allerfeinsten. Ja, ja, nee, danke, alles gut. Ich habe ja schon ein Lambo, ja? Dankeschön. Ich gehe mal wieder, ja? Ja, brauchen Sie ein Tuning oder was brauchen Sie? Nee, alles gut, ich bin versorgt, dankeschön. Alles klar, tschüss. Ey, Leute, was ist das denn? Das ist der zweite Laden jetzt hier, wo Lamborghini aufgekauft hat. Die drehen ja richtig. Ich meine, ich bin ja Lamborghini-Fan, es ist ja alles schön und gut und so, aber ich glaube, die kaufen hier gerade wirklich gefühlt jeden Autohändler auf. Ey, das kann doch gar nicht sein. Wir brauchen ein anderes Autohaus für unseren besten Freund Amir, Leute. Lass mal überlegen. Warte mal, es gibt doch noch ein anderes Autohaus hier.
Wisst ihr was? Vielleicht, ich hab eine Idee. Ihr kennt doch auch alle Stani. Er hat doch seinen Auto aus Stani Performance. Wir fahren mal bei Stani Performance vorbei. Der hat ja einen richtig großen neuen Laden. Da werden wir jetzt mal hinfahren. Vielleicht kann ich ja mal mit ihm sprechen, ob Amir da vielleicht eine Ecke bekommt in dem Laden und da vielleicht fürs Erste auch seine Autos verkaufen kann. Weil Leute, ich sage euch ehrlich, Amir tut mir so leid, dass er jetzt seinen Job verloren hat. Vielleicht lässt ihn Stani ja in der Ecke von seinem Laden so ein paar Autos ausstellen und tunen, Leute. Für den Übergang wäre das ja okay. So könnt ihr zumindest mal noch Autos tunen und verkaufen. So, hier, wir parken hier direkt mal schön, Leute. Da oben ist das Stani-Performance-Schild auch dran. So, hallo. So, hier können wir den Urus hinstellen. Ja, schönen guten Tag. Willkommen bei Lamborghini Autohaus. Aber leider haben wir noch geschlossen. Wir sind noch mitten im Aufbau. Lamborghini Autohaus? Hier ist doch Stani-Performance. Nee, der Mann ist leider raus. Ja, den haben wir rausgekauft. Hä? Gestern war Stani noch hier. Ja, der wird später auch erfahren, dass er raus ist. Was? Habt ihr auch dem Mieter mehr Geld gezahlt einfach, oder was? Nee, und das Ding ist, eigentlich ist ja immer, ne, man hat eigentlich geschützt durch Katrick, aber der Staat Los Angeles verdient so gut an uns, dass dir das egal ist. Alter. Haben wir einfach weggekauft hier. Ja, kommen Sie gerne in 2 Tagen wieder. Ja, wir waren Umbauarbeiten und so, weil ein bisschen hässlich das hier schon. Okay, tschüss. Hä? Leute, hallo, bist du hier der Security oder was? Ich bin der Security, ja, Sie müssen raus hier. Okay, alles gut, ich gehe ja schon. Ey, Leute, was geht denn hier ab, Mann, in der Stadt? Was geht denn hier ab, Leute? Selbst Stani Performance, der das größte und, ich würde sagen, bestlaufendste Autohaus hat hier, selbst der wurde jetzt von Lamborghini, also, würde ich mal sagen, überboten. Hat seinen Mietvertrag verloren. Ey, Leute, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich liebe Lamborghini über alles. Aber das geht so nicht. Meine ganzen Freunde verlieren ihre Jobs hier. Ich muss da irgendwas dagegen machen. Ich sage euch ehrlich, ich muss irgendwie Lamborghini stoppen, damit die sich hier wieder ein bisschen zurückziehen. Ich meine, so 1, 2 Lamborghini-Händler hier in der Stadt sind ja gut, aber doch nicht in jedem Autohaus, dass meine ganzen YouTube-Freunde alle keine Autos mehr tunen können. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe da eine Idee. Und zwar, wir machen das auf Touren-Style. So wie Touren mir auch manchmal schon mit meiner iCramic Security-Werkstatt geholfen hat. Wie bringt man die Geschäfte wieder zum Laufen? Und zwar muss man seine Gegner sabotieren, Leute. Und zwar, ich habe eine Idee. Ich werde einfach alle Lamborghinis klauen hier in der ganzen Stadt. Dann kann Lamborghini kein Geld mehr verdienen. Und dann werden die Läden wieder schließen, wenn die da kein Geld verdienen. Haha, das ist doch einfach der beste Plan, Leute. Und wir werden anfangen bei dem Autohaus von Amir, Leute. Ja, da werden wir anfangen. Da werden wir zuerst dafür sorgen, dass der Laden geschlossen wird. Let's go. Okay, Freunde, da vorne ist der ehemalige Laden von Amir, beziehungsweise jetzt dieser neue Lamborghini-Händler. Wir müssen das jetzt hier richtig schlau angehen. Wir müssen jetzt hier erstmal observieren. Lass mal gucken, ob es hier irgendwie so Kameras oder sowas, irgendwelche Sicherheitssachen gibt. Seht ihr da irgendwas? Okay, ich sehe hier 2 Leute drin laufen. Einer kommt auch vor die... Oh nein, Leute. Oh mein Gott, wisst ihr... Das ist ein Security. Okay, der Lamborghini-Händler hat auch ein Security. Ich sehe da drin auch noch den Galaxy-Lambo. Und der Security, der patrouilliert hier immer rum. Wisst ihr was, Freunde? Ich wollte gerade fragen, wo ist mein Lambo? Wisst ihr was, Leute? Ich werde mich jetzt erstmal als Kunde ausgeben. Werde da mal reingehen und gucken, ob es da irgendwelche Schwachstellen gibt. Wir werden uns da erstmal ein bisschen umhören. Weil ich kann es mir nicht erlauben, jetzt erwischt zu werden von der Polizei. Weil wir müssen ja auch noch Stani Performance auch noch retten, Leute. So, okay, wir gehen da jetzt mal rein. Ich werde mich einfach so als Lamborghini-Kunde ausgeben. Ich meine, bin ich ja auch jetzt hier. So, guten Tag, hallo. Ja, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich bin ja Kunde von Ihrer Automarke, wie Sie auch da draußen sehen können. Ja, ich sehe das, ne? Haben Sie genau, guten Geschmack. Genau. Ich wollte mir mal nur den neuen Laden hier anschauen. Was haben Sie denn hier noch für Modelle am Start, ne? Also, leider ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe hier schon viel verkauft. Wir haben nur noch den Galaxy Lambo übrig. Nur noch den Galaxy Lambo? Ja, ja, ja. Ah. Das Ding ist, es gibt jetzt in Los Angeles kein Auto mehr, was nicht nur Lamborghini ist. Und dadurch sind halt die, ne, können die Leute noch Lamborghinis kaufen. Alle brauchen Autos. Alter, das läuft ja echt gut bei euch hier. Ja. Oh shit, Leute, die haben schon fast alle Autos verkauft, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich denen jetzt aber noch ich so finanziellen Schaden zufügen kann. Ja? Das Ding ist das Wertvollste, was wir da haben. Ne? Also das kostet schon seine 4 Millionen. Oh. Ne? Mit dem Geld hätten sie auch alle anderen Lambos kaufen können. Aber wenn sie daran Interesse haben, ne? 4 Millionen, ja, das ist, ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Auto, dieser Galaxy Lambo. Darf ich mir den mal hier von Namen einmal angucken? So. Ja, aber nicht anfassen, ne? Ich fasse den Wagen ja gar nicht an. Ja, ist ja gut, okay. Okay, Leute, lass einmal hier oben an die Decken und sowas schauen. Ich sehe hier keine Kamera. Ich glaube, die Alarmanlage ist hier noch nicht wirklich installiert. Aber, oh, und da hinten ist die Tuning-Garage. Aber ein Security. Okay, danke. Ich werde mich bei Interesse melden, ja? Tschüss. Ja, okay, tschüss. Okay, Freunde. Ich habe eine Idee, wie wir da reinkommen können. Der konnte das eh nicht leisten. Das ist eine Schmalspur. Ah, Schmalspur nennt der mich. Okay, jetzt habe ich noch mehr Bock, die auszurauben hier. Aber Leute, das ist ein gutes Zeichen. Habt ihr das gehört? Der Wagen ist so teuer. 4 Millionen kostet der. Der ist so teuer. Da
damit können wir denen so einen finanziellen Schaden zufügen, damit die vielleicht das Autohaus hier schließen müssen und danach wieder an Amir verkaufen. So, ich packe jetzt hier mal mein Lambo um die Ecke. So, wir gehen jetzt hier mal hin, Leute. Wir gucken mal. Ich werde mir auf jeden Fall gleich erstmal eine Maske aufziehen müssen. Und das Gute ist, Freunde, dadurch, dass ich den Laden natürlich schon ein bisschen kenne von Amir, weiß ich, man kann sehr gut hier an der Werkstattseite hier einbrechen. Ja, hier geht auch schon das Tor auf, Leute. Sehr gut. Okay, hier können wir gut einbrechen. Wisst ihr was, Leute? Falls ich jetzt gesehen werde, ich ziehe mir mal noch schnell eine Maske auf. Okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt bereit dafür. Normalerweise mag ich sowas Illegales ja nicht, aber für meine Freunde muss ich das machen. Okay, wir gehen da jetzt rein. Alles gut. So, wir gehen hier über die Büroseite rein. Hier rechnen die nicht, dass ich hier reinkomme. Okay, jetzt gehen wir hier hoch. Erstmal umgucken, Leute, ob hier noch irgendwie Wachen oder Securities oder so sind. Okay, oh mein Gott, da hinten läuft die Security. Der läuft jetzt in den Werkstattbereich rein. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um den auszuschalten. Ihn hier zu überwältigen. Oh, da vorne läuft er. So, okay, wir werden ihn eins überknüppeln. Oh. Okay, er geht in den Fahrstuhl rein. Geh schlafen! So. Zack. Zack. Okay, sehr gut. Den haben wir ausgeschalten. Okay, weiter geht's. Okay, wir müssen jetzt hier schnell den Lambo klären, ohne hier einen Alarm auszulösen oder sowas. Okay, da drüben ist der Verkäufer. Der muss uns helfen, den Tresor zu öffnen, für den Schlüssel zu kriegen. Okay, wisst ihr was? Wir werden ihn jetzt einfach hier bedrohen. So. Hände hoch! Hände hoch, Junge! Das ist egal, wer ich bin. Das ist ein Überfall, Junge. Hier gibt's nichts zu holen. Wir haben kein Geld, wir haben kein Bargeld. Ja, ich will auch kein Bargeld. Ich will den Galaxy Lambo. Hä? Dieses Wahnsinns, der ist einzigartig. Sie werden damit auf jeden Fall geschnappt. Machen Sie sich darum mal keine Gedanken. Los, mitkommen! Mitkommen, ich weiß, wie so ein Autohaus aufgebaut ist. Du gehst jetzt in dein Büro rein, an den Tresorschrank und dann gibst du mir den Schlüssel dafür, ja? Ja, und Sie kennen sich hier aus, ja? Wer weiß, das ist doch in allen Autohäusern so. So, los, an den Tresorschrank, los! Ja. So, du willst hier wohl den großen Verarscher spielen? Ich weiß, dass da hinten der Tresorschrank ist, hier. Verdammt, Mann. Will mich hier, Leute, der glaubt, er kann mich hier verarschen, indem er mir irgendeinen USB-Stick oder so in die Hand drückt. Ja, so. Hier ist der Schlüssel vom Lamborghini. So. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Verziehen Sie sich. Okay, schlafen! Okay, sehr gut, Leute. Wir mussten den einmal kurz ausnocken. Nicht, dass ihr gleich jetzt den Alarm auslöst. Wir müssen da jetzt natürlich noch erstmal entspannt abhauen. Und jetzt haben wir den 4 Millionen Dollar Lamborghini Aventador Galaxy Version geklaut. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, danach müssen die hier schließen. Wisst ihr was, Leute? Ich nehme jetzt hier mal direkt mein Handy raus und werde mal Amir anrufen. So, hier Nummer wählen. Amir, hallo? Ja, hallo. Ey, Amir, wo bist denn du? Ja. Ist doch egal. Nein, sag mal, wo du bist. Ich habe gute Nachrichten für dich. Ja, ich liege gerade ein bisschen am Strand rum. Am Strand, okay. Beim Pier? Ja. Beim Pier oder was? Ja, genau. Okay, alles gut. Ich komme da gleich vorbei. Bis gleich. Oh, Leute, habt ihr es gehört? Der hört sich ja richtig traurig angehört. Aber gleich werden wir ihm eine Freude machen. Let's go. Hey, Leute, wir sind jetzt hier am Strand. Wo ist der denn hier? Amir, hallo, wo bist du? Amir, hallo. Hä, ist der hier unter dieser Brücke oder wo chillt der hier? Amir, hallo. Der liegt ja hier. Der liegt ja hier im Dreck. Amir, Alter, was machst du denn hier? Nix. Amir? Ja. Ja, hallo, guck doch mal. Hi, Max. Cooles neues Auto. Amir, das Auto, das gehört nicht mir. Amir ist ja voll traurig. Amir, der Wagen ist für dich, jetzt komm mal her, ey. Jetzt hör mal auf, hier Trübsal zu blasen, hier Kopf aus dem Sand raus. So. Max, ich küsse dein Herz und so, ein schönes Auto, aber Autos sind jetzt nicht besonders für mich. Ich würde lieber in einem Auto arbeiten und ja, so. Ach, und was fragst du dazu, wenn ich dir sage, dass du bald wieder in einem Auto arbeiten kannst? Wie denn? Ja. Also ich für dich einmal tun, ja. Nein, Amir, hör mir jetzt mal zu. Das ist der One-of-One Galaxy Lamborghini Aventador. Ich hab den gerade geklaut. Oh, ja. Ich hab den gerade geklaut. Ja. Ja, und weißt du, was das bedeutet? Nee, keine Ahnung. Ruf mal deinen ehemaligen Vermieter an. Und frag mal, ob da zufälligerweise ein neuer Mieter gesucht wird für deine Werkstatt, weil Lamborghini vielleicht das Geld ausgegangen ist jetzt. Oh. Hallo, ja, Vermieter. Ja. Was? Wie? Meinst du das ernst? Ihr Ernst? Oh, Max, irgendwer hat ein... Warte mal, irgendwer hat ein Lambo Ja. Max, du bist der Beste!
beste Freund, den man sich wünschen kann. Normaler oh, danke mir. Schön. Yippie. Und weißt du was? Als kleinen Startbonus für den finanziellen Schaden, dass du jetzt ein paar Tage nicht arbeiten konntest, nimm direkt hier den Lambo mit. Du hast lebenslang Tuning bei mir umsonst. Ehre, Ehre. Oh, er kann sich noch einmal bei der Straße ja. absetzen. Ich muss noch, ja, ich hab heute noch ein bisschen was vor. Hab noch was zu erledigen. Ja, okay, gut. Wenn du ein Alibi brauchst, dann warst du den ganzen Tag bei mir, ja. Okay, super. Das hört sich doch gut an. Oh, Leute, nice. Amirs Tuning-Werkstatt haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gerettet. Ey, du kannst mich hier auf dem Parkplatz absetzen. Ich okay. komme hier klar. Dankeschön. Tschüss. Danke dir, Max, Bro. Oh, so. Alter, Leute, das hat ja schon mal gut funktioniert. Einen Lamborghini-Händler haben wir uns vorgenommen. Aber, Freunde, es gibt noch zwei weitere, um die wir uns kümmern müssen. Und zwar einmal hier bei meinem Tuning-Händler und dann vor allem noch Stani Performance müssen wir auch noch retten, Leute. Let's go. So, Leute, wir werden das jetzt genauso wieder hier so machen, bei dem Autohändler hier in der Stadt. Oh, Leute, wo war der denn? So, ach, hier um die Ecke war der. Okay. So, werden das einfach wieder genau so machen. Richtig schön die teuersten Lambos und so weiter klauen, dass die richtig daran kaputt gehen. So, warte mal, wir gehen... Oh mein Gott, die haben jetzt sogar Militär hier als Security engagiert. So, wir gehen da jetzt mal rein, aber man kennt mich ja hier als Kunde. Entschuldigung. Ja? Kurze Waffenkontrolle, ja, leider Zeit. Letzte Zeit sind viele Diebstähle gemeldet. Alles gut, so. Okay, keine Waffe dabei, sie dürfen durch. Ja, ich bin ja auch Kunde hier, ne? Okay, wir gehen jetzt mal rein hier. So. Ja, ich verstehe das. Ja, die Versicherung erhöhen hier. Ja, ich habe mitbekommen von den Galaxy Club. Okay, wenn uns jemand ein Fahrzeug klaut, kein Problem, wir sind geschützt hier. Ich verstehe. Ich habe erhöht hier. Ich habe auch ein Security-Personal vor die Tür hingestellt, ja. Überwachungskameras wurden auch installiert inzwischen, ja. Kameras sind da, ja. Polizeialarmbereitschaft ist bei uns ganz oben, ja. Okay. Ich kümmere mich drum, ja. Es wird nichts geklaut, ich versichere Ihnen das. Oh Tschüss. Mein Gott, Leute, habt ihr das gehört? Erstmal ist jetzt ein viel höheres Sicherheitssystem hier eingebaut und jetzt haben die eine Versicherung für Diebstahl, da kriegen die 100% ersetzt, Leute. Okay, so können wir die nicht mehr arm machen, sage ich mal, dass die hier den Laden schließen müssen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Guten Tag, der Herr, hallo. Ich war ja vorhin schon mal kurz hier, ne? Wollen Sie ihn jetzt angucken, das Fahrzeug? Genau, ich habe jetzt doch Interesse an dem Wagen. Ja, gucken Sie mal, was das für ein Baby ist. Also, wenn wir hier aufmachen, wow, gucken Sie einmal rein. Wunderschön gucken ist das. Gucken Sie rein. Alter, also, soll ich ihn einmal für Sie anschalten? Das brauchen Sie nicht. Alles gut, also. Alles gut, danke. Aber der hat eine Beleuchtung, das ist vom Allerfeinsten. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich würde das mal selbst testen, ja? Ich gucke mich mal selbst hier um. Ja, okay, ich mache aber die Tür. Sie dürfen da nicht rein. Entschuldigung. Sie haben doch gesagt, ich kann die Beleuchtung anmachen. Ja, aber Baby. Sie müssen jetzt raus. Die sind gesichert zurzeit, müssen Sie verstehen. Okay. Viele Diebstähle bei uns und okay. so. Okay, alles gut, ich verstehe das. Genau. Der ist eher eingesperrt, aber trotzdem. Oh, Leute, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir hier richtigen finanziellen Schaden machen können. Aber der lässt mich hier keine Sekunde aus dem Auge. Ich will hier eine Haftbombe dran machen, Leute. Ich mache hier eine riesen Kommen Sie ruhig rein hier. Ich wollte mir da hinten nochmal das Fahrzeug anschauen. Oh nein, Leute, der lässt mich ja gar nicht aus den Augen, ey. Oh, wie soll ich das machen? Dring. Oh, Leute, der wird gerade angerufen. Oh, yeah. Oh, das ist meine Chance, Leute. Sehr gut, ich mache jetzt hier Haftbomben überall dran. Ja, so. So, hier eine Haftbombe. Hier eine Haftbombe. So, dann machen wir hier hinten noch was dran. Oh, der checkt ja gerade gar nichts, der Idiot. Okay, um ganz normal sicher zu gehen, müssen wir auch an den LED-Wagen was dran machen. So, Sie, mein Telefon ist jetzt hier. Kommen Sie mit ins Büro. Ja, ich komme mit ins Büro. Genau, wir können uns unterhalten. Ist das hier etwa eine Scheibe, die kaputt ist hier? Was reden Sie, da ist nichts kaputt. Was? Ja, was ist denn los? Irgendwas ist hier komisch. Der Herr, kauft dir was bei ihm? Wir müssen alle jetzt zumachen. Ja, gehen Sie bitte raus. Okay, alles gut. Raus, raus. Tschüss. Oh, Leute, okay, wir haben die Haftbomben dran gemacht. Das ist sehr gut, Leute. Okay, wir gehen jetzt auf die andere Seite. Okay, wenn das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann explodiert da gleich alles drin. 3, 2, 1 und... Boom! Oh mein Gott! Polizei! Der ruft die Polizei. Okay, wir hauen hier mal besser ab, bevor der hier auf eine dumme Idee kommt. Und weg hier. Tschüss. Oh mein Gott, nice, Leute. Den zweiten Lamborghini-Händler, den wir jetzt hier ausgeschaltet haben. Herzlich willkommen bei Los Santos Einmeldungen. Oh. Ein super Cars-Auto, neuestem Lamborghini-Haus, wird leider geschlossen wegen einem Bombenangriff, ja? Also, nice. Nach einem Monat sollte dieser alte Laden wieder drinnen sein.
Oh mein Gott, sehr gut. Der Lamborghini-Händler wird geschlossen, hat man jetzt in den Nachrichten gehört. Wie gesagt, Leute, ich liebe Lamborghini, aber es ist nicht gut, wenn die hier alles übernehmen. Dann können meine YouTube-Freunde ja nichts mehr verdienen. Und jetzt, meine Freunde, müssen wir uns auf jeden Fall noch um Stani Performance kümmern. Ja, Stani ist mein ältester Freund, Leute, den ich schon so lange kenne. Das kann ich nicht zulassen, dass der hier seinen Job verliert, nur weil Lamborghini hier auch wieder das übernimmt. Wir fahren da jetzt einfach mal direkt hier hin, Freunde. Und jetzt hier muss ich mir mal was ganz Besonderes überlegen, weil ich glaube, die werden jetzt hier richtig mit Security drauf achten, ja. Die werden jetzt wahrscheinlich hier übelst aufpassen. Okay, Leute, wir schauen jetzt hier mal kurz bei Stani Performance rein oder beziehungsweise jetzt hier beim neuen Lamborghini-Händler. Alter, ich sehe hier einen Huracan STO mit, oh mein Gott, LED-Version in Gold, der hier mitten einfach so drin steht. Ich sehe hier auch gar keinen Händler. Da hinten ist sogar noch ein goldener Urus. Oh mein Gott, okay. Und hier ist ein Security, ein Militär, der hier rumläuft. Okay, Leute, das wird ja jetzt richtig einfach werden. Ich werde hier einfach durch diesen Werkstatteingang hier reingehen. So, Leute, zack. Das kennen wir ja noch hier von Stani Performance. Genau, gehen wir einfach hier rein. So. Die wissen nicht, dass ich mich hier immer auskenne, Leute. Okay, jetzt gehen wir hier so rein. Jetzt gucken wir einmal. Ist hier jemand drin? Nein, alles gut. Wir nehmen trotzdem mal sicherheitshalber die Waffe raus. Okay, alles gut hier, Leute. Hä? Oh nein, Leute, ich habe 5 Sterne bekommen. Oh nein, 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 das war eine Falle. Das war, glaube ich, eine Falle oder so. Oh nein, 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 wir müssen aber trotzdem noch ein Lambo klauen. Oh, wie viele sind denn hier? Was ist denn hier los? Oh, da kommen sie, da kommen die, da kommen die, die kommen von hinten. So, weg mit dir. Oh mein Gott, die kommen hier mit Polizei-Porsche reingefahren. Oh, nein, 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 Leute, das war eine Falle. Wir stecken hier drin fest. Oh, ich muss unbedingt an der Ende ein Lambo, aber trotzdem klauen, Leute, damit hier ein richtig krass finanzieller Schaden für die entsteht. So, komm, 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 komm. Wir müssen hier diesen LED-Lambo klauen. Und... Oh, wow! Komm, 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 komm. Alter, oh mein Gott, wir haben 5 Sterne. Weg, 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 weg. Hier, los, 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 los. Wow! Oh mein Gott, wie viel Polizei ist denn hier? Wir sprechen aus LSPD. Bleiben Sie sofort stehen. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen irgendwie entkommen, Leute. Wir kommen in Lamborghini. Sie haben keinen Jungs bekommen, Sie sind wahrscheinlich an anderen Sachen beteiligt. Oh mein Gott, okay, 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 das ist gar nicht gut, Freunde, das ist gar... Wow, 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 das ist ja gar nicht gut hier. Komm, 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 go, oh nein, 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 da vorne ist auch nochmal... Alter, warum explodiert hier alles? So, komm, wir müssen hier durch, wir müssen hier durch, wir müssen hier durch. So, komm, 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 okay. Okay, Leute, habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee, wie wir am besten abhauen können? Ich meine, unser Auto ist extrem schnell. Aber das sind 5 Sterne, Alter, die drehen ja hier völlig durch. So, okay, okay, okay. Weiter Raketenabschuss, Militär. Weiteren Raketenabschuss, bitte. Oh, nein, 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 nein. Wobei, Leute, wisst ihr was? Ich muss einfach nur den Lambo zerstören. Wenn ich dabei gefasst werde, ist egal. Dann haben wir trotzdem so einen Schaden für die erzeugt, dass Stani wieder sein Auto aus zurückbekommt. Oh, also wenn ich merke, dass das hier nicht klappt, dann lande ich vielleicht im Knast, Leute. Aber dann habe ich trotzdem meinen Freunden geholfen. Wow, 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 wow. Hä? Nein, der Wagen hat eine Panzerung, seht ihr das? Oh, es fliegen Raketen auf uns, aber der Wagen ist gepanzert. Okay, okay, warte, wie kriegen wir einen gepanzerten Wagen kaputt? Das schaffen wir nur, indem wir den irgendwie von einem Berg oder sowas runter... Oh, nein, warte, indem wir den ins Wasser fahren. Los, wir müssen ihn stoppen. Wir müssen ihn hier in das Wasser reinfahren, dieses große Becken da oben in diesem See. Bei der Schleife, Leute, da müssen wir hinkommen. Dann machen wir den Motor völlig kaputt. Motorschaden, Leute, das ist der einzige Plan. Nur so kann es gehen. Schnell, 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 schnell. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Oh, Stani hat den Wagen so krass getunt, sogar gepanzert hier. Oh, komm, 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 komm. Wir müssen bis zur Schleife kommen, Leute. Wow. Ja, wir müssen stoppen, um alle Kosten zu decken. Oh, komm, komm, komm. Wir werden das Ding jetzt hier einfach im Wasser versenken. Oh, wow, wow, wow. Alter, die schießen ja hier immer noch mit Raketen nach uns. Die drehen ja hier völlig durch. Kappt ihr den Weg ab, kappt ihm den Weg ab. Nein, niemals. Auf, auf, auf alle Stürme. Bam. Wir haben den Lambo versenkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt müssen wir irgendwie hier noch entkommen. Aber wie schaffen wir es jetzt zu entkommen? So, oh, Luft anhalten, Luft anhalten, Luft anhalten. Tauchen, 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 tauchen. Alle ein, sofort zurückziehen, sofort zurückziehen. Okay. Okay, Leute, wir müssen einfach nur hier ein bisschen das Ganze aussetzen. Oh. Nein, nein, sofort zurückziehen! Oh, halt, warum zurückziehen? Oh, Leute, ich kann die Luft nicht mehr anhalten. Was ist denn los? Oh. Nein, 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 Leute, ich kann die Luft nicht immer anhalten. Das werde ich nicht schaffen, ich werde es nicht schaffen. Hä, was ist das denn für ein Helikopter da oben? Hä, was ist das denn? Hier ist es, sofort abbauen, bitte! Oh. Wir wollen nicht noch mehr Probleme. Warte mal, das ist doch Tuan! Tuan hier unten! Komm, Dill, was? Ihr wollt meinen besten Freund festnehmen? Oh, ja, Leute. Woo, mit Tuan. Oh, mein Gott. Tuan, ich bin hier unten. Ich komme.
Alter, deswegen hat der gesagt, zurückziehen. Ich dachte schon, warum ziehen die sich zurück, wenn ich im Wasser da aufgeschmissen bin? Oh. So einsteige, Max. Alter, Tour, du bist wirklich im richtigen Moment gekommen. Ja, natürlich habe ich mitbekommen, die jagen dich. Ich glaube, mein Enter pfeift mir. Was jagen die dich? Ja! Will der auch Ärger hier? Ich glaube, der will auch noch Ärger machen, Touren. Na, komm her! Und BAM! komm, Alter. Lass uns fliegen, den Tempel fliegen. Yeah! Danke dir, Tour, dass du mich gerettet hast. Und Leute, wir haben unseren Freunden geholfen. So, ich würde sagen, wir steigen hier direkt mal in den Lambo ein und fahren da mal hin. Leute, kennt ihr überhaupt Mansory? Das ist ja diese kranke Tuning-Firma. Die tunen ja AMGs, Lambos, Bentleys, Rolls-Royce, alles, Leute. Die machen richtig kranke Autos, die auch gut und gerne mal eine Million kosten. Wir fahren da jetzt mal hin. Mal schauen, ob wir uns das ein oder andere Auto kaufen oder vielleicht sogar eins klauen. Leute, ihr wisst doch, wie das in GTA 5 läuft. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr GTA 5 RP feiert. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal Lamborghini Kickdown. Oh mein Gott, 300 km/h hier auf der Autobahn. Wir fahren zu dem Mansory-Händler. Let's go! Oh mein Gott, Leute, jetzt sind wir hier gleich schon angekommen. Ihr seht es hier schon. Das ist dieses Luxusautohaus hier am Strand. Und irgendwie ist hier nicht mehr dieses alte Autohaus drin. Die haben den da, glaube ich, irgendwie rausgeworfen oder so. Das ist jetzt hier der neue Mansory-Händler. Und Leute, wisst ihr was? Wir parken jetzt hier mal auf ganz gechillt hier erstmal unseren Lambo hier direkt vor der Tür, damit der auch sieht, dass wir kein Schmalspur sind. So, wir laufen jetzt mal rein. Moin, Meister! Ah, guten Tag, der Herr, ja. Sie sind bei Mansory. Willkommen zu Mansory Tuning. Alter, herzlich, danke schön. Seit wann habt ihr denn hier euer Mansory Autohaus? Seit wann seid ihr denn hier? Ja, ich sag mal, das alte Haus musste auch mal getunt werden. Okay, ich verstehe. Ja, weil ich habe das in der Werbung gesehen, dass ihr neu hier seid, ne? Genau, wir sind neu hier. Haben Sie vielleicht Interesse an einem Tuning für einen Lamborghini? Wir können auch einen Lamborghini gern Mansory machen. Alles gut. Ich will meinen Lambo nicht Mansory haben. Ich will neue Autos kaufen, ne? Wie Sie vielleicht schon an meinem Auto sehen. Ich bin begeisterter Autosammler. Ich habe auch gutes Geld, so, ne? Ich würde hier auch ein bisschen Geld lassen, ne? Wenn Sie nett zu mir sind und wenn das Angebot stimmt. Zeigen Sie mir nochmal, was Sie hier haben. Was haben wir denn hier? Ganz kurz, was machen Sie denn beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Rapper. Oh, Rapper. Oh nein, oje, oje. Was ist denn? Was heißt hier oje, oje? Ist doch egal, wie ich mein Geld verdiene. Was juckt Sie das denn? Ja, ist okay. Aber bei Rappern ist immer so, dann kommt erstmal die Nachzahlung und plötzlich sind sie insolvent, ne? Und dann haben wir ein Problem, ne? Alter, ich glaube, Sie wissen nicht, mit wem Sie hier reden, aber gut. Alles gut, ja. Das hier unser erster Wagen. Schauen Sie sich einfach mal ein bisschen um, wenn was ist, kommen Sie auf mich zu. Leute, richtig schön. Ja, ich guck mich um, alles gut. Richtig, aber der Typ war jetzt auch gerade ein bisschen unfreundlich, ne? Was heißt hier mit Nachzahlung? Sowas denkt der, aber egal, Leute. Alter, richtig schönes Auto. Rolls-Royce Dawn Mansory, Alter, übelst krank. Richtig viel mit Carbon hier und so. Allein Rolls-Royce Dawn ist natürlich schon krank. Und jetzt auch noch Mansory. Alter, selbst diese Statue vorne ist aus Carbon. Ey, Chef, sei mal ehrlich, wie viel kostet der Spaß? Ja, also wie gesagt, das ist unser Markenzeichen hier mit Carbon und allem drum und dran. Und hier bei dem Wagen befinden wir uns tatsächlich bei dem 2-Millionen-Bereich. Ne? 2 Millionen? Alter, für ein Auto. Ein stolzer Preis, ja. Auf jeden Fall ein stolzer Preis, ja, das stimmt schon. Oh mein Gott, was haben wir hier als nächstes? S63 sehe ich schon, ne? Das typische Rapper-Mobil, ne? Das ist auch das günstigste hier, was wir haben. Ist ja auch klar, dass die meisten Rapper das nehmen. Alter, ey, ich glaube, sie unterschätzen mich ein bisschen. Was sollen hier immer diese unterschwelligen Anmerkungen? Als wäre ich hier eine Schmalspur oder was? Ja, so kann natürlich sein, dass sie ein bisschen Geld machen. Der befindet uns bei 750.000. Das kann sich auch mal ein Rapper leisten, der vielleicht was drauf hat. Das ist schon... Ey, Leute, aber ganz ehrlich, der Typ ist so unfreundlich. Der schießt hier die ganze Zeit gegen uns, nur weil ich Rapper bin. Was hat der für ein Problem? Aber Leute, voll das geile Auto. S63, übelst nice schon. Weißes Interieur, weißes Leder, gefällt mir richtig gut. Und ich guck mal hier, überall Carbon. Selbst um die Türen hier, der kleine Carbon-Spoiler, Motorhaube, alles Full Carbon hier, Alter. Richtig gut. Oh, Leute. Natürlich Carbon Alter. Hier bei uns, alles der Herr. Oh mein Gott, ein Bentley Bentayga, Leute. Richtig schön, auch natürlich. Hey, was ist das denn jetzt? Fahren Sie sofort raus mit dem. Guck mal, hier fährt jemand mit einem Fahrrad hier rein. Ich glaube, ich spinne, ey. Unglaublich. Ach, hallo? Ey, Leute, das ist doch dieser Hamudi. Ach, unglaublich. Hamudi, so sieht man sich wieder. Ah, Max, Digga, du also hier ohne Zwang, Sie ohne dein Papier. Was soll das hier? Sie haben keine Hose an. Hey, sei mal leise, Autohändler, wir reden hier gerade. Gehen Sie bitte. Schau mal, von Hamudi, was suchst du denn hier in so einem Luxusautohaus? Ja, mach das, was du nicht kannst, mir mit meinem eigenen verdienten Geld wegen meinem Diss-Track gegen dich. Hab ich viel Money gemacht. Ach. Jetzt gönn es mir Auto. Ach, du hast mit dem Diss-Track gegen mich so viel Geld gemacht, dass du dir hier ein Mansory kaufen willst.
Ja klar, Dicker, ganz Würfelpack feiert mich dafür. Alter, ey, Leute, wir müssen unbedingt den Distrack zurückmachen, oder? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, ja, seid ihr gegönnt, aber glaub mir, da kommt noch eine Antwort. Da kommt noch ein Distrack zurück. Pass mal auf, Max, lass mal das Ganze nur auf Rap-Basis klären. Ja, du gegen Mist und so, nicht mehr diese hinterhältigen Aktionen. Ich will gar keinen Streit mit dir eigentlich, weißt du? Ja, ey, du hast doch angefangen mit dieser Rückenscheiße und hast mich angegriffen und überfallen und so. Du hast Zwang beseit gegeben, der mein Cousin seinen Finger abgeschnitten hat, Max, Mann. Ja, hast halt mit dem Falschen angelegt. Aber ist okay, wir klären das auf Rap-Basis. Ja, dann kauf dir mal hier ein Auto. Ich guck mich weiter. Ja, mach es auch. Ey, Leute, der Typ. Ich sag euch, wie es ist. Schreibt es mal wirklich in die Kommentare. Wir müssen da noch einen Distrack gegen den Kelp machen, ey. Ehrlich, ey. Wie ja, geht das also, du kannst ja auch auf Raten bezahlen. Und dann will er auf Raten kaufen. Jetzt platzen Sie den Laden und ziehen Sie sich erstmal eine Hose an. So ein Schmalspur. Aber wir hören mal ein bisschen zu. So ja, ein Schmalspur. Ratenzahlung? Alter, Leute, wir hören da jetzt gerade mal zu. Was machen die da? Warte mal. Welches Auto gefällt Ihnen denn? Den RSQ8 würde ich ganz gern eigentlich kaufen. Ich will hier diesen RSQ8 kaufen, Leute. Geht das? Also, haben Sie denn genug Geld? Also, ja, ich hab die Kohle. Vertrauen Sie mir. Ich hab das Geld. Wirklich. Oh. Muss man hier kurz durchchecken. Der hat hier das mit dem District gegen mich verdient. Eigentlich hat der Wagen so viel Geld gemacht, das glauben sie gar nicht. Boah, wir müssen den Wagen safe klauen. Ich sehe hier in der Buchhaltung ist Spotify... iCrimex this. Die haben echt gutes Geld gemacht, ne? Ja, also, Entschuldigung, Autohändler, was kostet denn dieser Audi RSQ8 Mansory hier? Der liegt bei ganzen glatten 600.000. Und 600.000 hast du mit dem Distrack gegen mich verdient? Nee, ja, das stand noch viel mehr auf dem Zettel. Also, ich fand es echt super. Wenn Sie wollen, könnten Sie sich auch noch einen Rolls Royce machen. Ist okay. Wissen Sie was? Ich werde jetzt auch mal weggehen hier, alles gut. Ja, ist klar, es war ja klar, dass Sie nichts kaufen, Sie Rapper. Ja. Alter, ey, der Typ ist auch so ein Blender. Das ist ein Blender. Ey, so, Sie sehen wenigstens seriös aus, das Businessman. Die haben diese Ausstrahlung, ja, ne? Ey, Leute, das gibt's ja wohl nicht. Erstmal, der Autohändler war ultra unfreundlich zu mir. Und dann dieser Hamudi hat mit dem District gegen mich so viel Geld gemacht. Eigentlich gehört der Wagen mir. Wisst ihr was, wir werden ihn abziehen. Wir werden ihn einfach abziehen. Wisst ihr, was ich jetzt hier mache? So, ich werde jetzt hier mal warten, bis er den Wagen kauft. Und dann werde ich ihm hinterherfahren, bis ich weiß, wo er wohnt. Und dann werden wir ihn einfach den Wagen abziehen. So ein Ding ist das einfach. So, wir warten jetzt hier mal unauffällig hier so. Wir stellen uns hier mal hinter diesen Wagen. Und vielleicht werde ich später auch noch hier in dieses Mansory Outdoors einbrechen. Ey, der Typ war ja so unfreundlich zu mir, der Verkäufer. Anders hat er nicht verdient. Vielleicht klauen wir diesen... Ich will diesen Ben Tiger haben. Der hat mir richtig gut gefallen, der Bentley. Okay, wir warten mal, bis der rausgefahren kommt. Wenn er den wirklich kauft oder ob der zu Schmalspur dafür ist. Ey, warte, da hinten geht die Garage auf. Er kommt rausgefahren, er kommt echt rausgefahren. Okay, sehr gut. 600.000 Euro Wagen, wir müssen ihn den klauen. Okay, wir warten hier noch und jetzt werden wir ihm unauffällig hinterherfahren. Wir werden ihn jetzt mal ein bisschen beobachten, wo der Typ hier wohnt. Wo wohnt dieser Hamudi Salami? Alter, der sieht auch echt gut aus. Hat auch Speziallackierung, dieser RSQ8. Ich merke schon. Wir werden ihn jetzt einfach mal verfolgen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Niemand legt sich mit uns an. Ey, Leute, wir verfolgen jetzt schon hier durch die ganze Stadt. Wir sind hier schon ganz weit oben angekommen. Ey, da fährt er rein. Hier wohnt dieser Typ. Da wohnt er. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Da parkt er den Mansory. Wir sehen das hier schon mal durch das Ding durch. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, erste Typ, den wir ausrauben werden. Wir parken am besten mal den Lambo hier unauffällig, dass der nicht auffällt. So. Oh mein Gott. Ey, aber wisst ihr was? Wir sollten am besten eine Maske aufziehen, damit der nicht erkennt, dass wir das sind. Nicht, dass das hier noch mehr diese Clan-Gang-Krieg wird. Oh mein Gott, Leute. Wir haben die Maske aufgezogen. Wir sehen richtig krank aus. Okay. Ey, wisst ihr was? Wir werden jetzt hier einbrechen, aber wir müssen leise sein. Also, wir nehmen jetzt hier erstmal eine Pistole raus mit Schalldämpfer und schießen hier mal kurz das Tor auf. Zack. Okay, Schloss ist auf. Okay, wir stürmen rein. Oh mein Gott. Alter, das Auto ist auch so geil. Obwohl der nicht mal getunt ist. Wo ist der Typ? Hey, wer sind Sie? Hä? Hey, gehen Sie runter von meinem Grundstück. Hände hoch. Oh mein Gott. Ja, ist doch gut. Deine Hände hoch, du Stück Schmutz. Ja, was wollen Sie denn hier? So, ich will dein Mansory haben. Ich klau dein Mansory. So, gib mir jetzt deinen Schlüssel. Ich hab mir den Wagen neu gekauft. Bitte nicht, Mann. Ist mir egal, gib mir die Schlüssel. Warte mal, ich nehm die aus deiner Herzunterhose raus. Echt peinlich, diese Unterhose. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ja. So, und jetzt weißt du was? Du gehst jetzt mal schlafen. Aua. So, Alter. Zack. Nice, Leute. Und der wusste gar nicht, dass wir das sind. So, Schlüssel hat er uns gegeben. Zack, funktioniert. Und wir hauen ab damit, Leute. Let's go. Oh mein Gott. Wir haben den ersten Mansory geklaut. So, aber Leute, wir wollen natürlich auch noch ein weiteres Auto klauen. Und zwar aus dem Autohaus, weil der Verkäufer auch so unfreundlich zu uns war. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu unserem Haus, damit das hier nicht auffällt. Und denkt ihr, der hat das gemerkt? Denkt ihr, Herr Moody hat bemerkt, dass wir das sind? Ich glaube nicht. Wir hatten ja eine Maske auf. Ich habe meine Stimme verstellt.
Ich glaube, das ist dem nicht aufgefallen, den Bummi. Boah, Leute, ich muss auf jeden Fall später auch mal direkt Touren anrufen und mal fragen, was er mir für den Wagen gibt. Ihr wisst, Leute, bei Touren kann man immer voll gut seine geklauten Autos verkaufen, weil der bringt die einfach nach China oder so. So, der verkauft die, glaube ich, auf Wish, Alter. Wir parken das Auto mal in der Garage, damit man das auch nicht direkt sieht, falls hier irgendwie Polizei, Hausdurchsuchung oder so mal wieder kommt. So, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen weiter und fahren jetzt zu dem Autohändler. Okay, Leute, wir haben uns jetzt unseren SVR geschnappt, den Range Rover. Den haben wir natürlich auch noch. Guck mal, Leute, da ist einfach der Fahrradträger noch oben drauf, wegen dem Campingausflug mit Paul Berger. Aber egal. Wir fahren jetzt zu dem Luxusauto aus und werden mal schauen, wie wir da den nächsten Mansory klauen können. Und wisst ihr was? Ich will unbedingt diesen Bentley jetzt klauen, diesen Bentayga. Der gefällt mir so gut. Ich will den in meiner Autosammlung haben. Okay, wir sind jetzt hier wieder angekommen. Ich würde sagen, wir parken am besten mal den Wagen hier an der Seite, damit das nicht direkt auffällt, Leute. Ihr wisst doch, wir sind hier mittlerweile schon Profi-Einbrecher. So, okay. Ich schnapp mal, mach nochmal hier den Baseballschläger weg. Und dann gehen wir mal wieder rein. Ich werde jetzt so sagen, dass ich den Wagen kaufen werde. Wir werden ihm sagen, wir kaufen den Wagen und dann werden wir ihn einfach überlisten. Ey, warte mal, da ist jemand drin. Was ist denn da drin? Und wie viel PS diese Bentley hat? Kannst du mir erzählen? Ja, der hat 1200, der Herr. 1200 PS? Genau, genau, ja. Sie können ganz flott unterwegs sein damit. Das ist ein Auto, dieses schnelle Auto, hä? Ey, Leute, da kauft gerade jemand diesen Mercedes. Wie, ich wollte Mercedes kaufen. Du hast doch hier, ihr habt doch hier gerade über die Mercedes geredet, das habe ich gehört. Nein, wir haben geredet über Bentley. Nein, er hat gesagt 750.000, der Bentley kostet mehr als 750.000. Ganz ruhig, wenn der Herr den Bentley haben will, dann kriegt er auch den Bentley, okay? Hey, redest du gerade mit mir? Also, nicht Scheiße. Sie haben hier den Laden betreten und wieder verlassen, wenn der Herr hier was kauft. Ich habe genau gehört, dass ihr gerade über den Mercedes geredet habt. Wollen Sie den Bentley haben, der Herr? Ja, natürlich. Ich nehme ihn jetzt erst recht. Ich nehme ihn. Hast du verstanden? Ich kaufe mir den Bentley. Das ist meine. Alter, ey, Leute, jetzt kauft ihr mir den Bentley. Okay, gut. Jetzt wird der erst recht. Das ist der Rolls Royce. Komm weg mit dir, du Flitzpiepe. Versieh dich. Ja, okay, okay. Ihr wollt es nicht. Ja, gut. Dann tschüss. Dann kauf ich halt nichts. Ein Red-Bentley kannst du kaufen. Ach komm. Ey, Leute, die waren so unfreundlich. Die waren so unfreundlich zu mir. Wir werden jetzt hier einfach warten. Soll er den Bentley kaufen? Ist okay. Ich wollte den Typen gar nicht unbedingt ausrauben. Ich wollte mir den hier selbst von dem Auto aus klauen. Aber gut, wenn der Typ auch so unfreundlich ist, dann soll er den Bentley kaufen, dann werde ich ihn danach von ihm abziehen. So, wir warten jetzt hier auch wieder, bis er den kauft. Bis er rausfährt, dann werden wir den auch wieder bis nach Hause verfolgen. So ein Ding ist das. Ey, Leute, nice, nice, nice. Der fährt da hinten gerade raus. Der kommt rausgefahren. Auf Wiedersehen, der Herr. Schönes Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Okay, Leute, jetzt Konzentration. Wir werden ihn jetzt unauffällig verfolgen. Oh mein Gott, ist das Auto schön, ey. Ich habe mich so verliebt in den Wagen. Wir brauchen den. Schreib's mal in die Kommentare, der ist doch voll geil. Okay, wir hängen uns jetzt hinten an ihn dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das schön. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Unauffällig verfolgen. Ganz unauffällig. Nicht zu dicht auffahren. Keine Faxen machen, kein Unfall. Okay, der überholt hier. So, so, so. Okay, wir werden ihn jetzt mal bis zu sich nach Hause verfolgen. Nein! Nein, ich bin ihm hinten drauf gefahren. Oh oh. Oh oh. Was ist das denn? Scheiße, scheiße, warte. Nein, 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 nein. Ey, ey, tut mir leid. Was ist das? Tut mir leid, ich hab Stoppschild nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen, dass die bremsen. Jetzt machst du Auge auf mein Bentley? Fährst du hinten drauf? Was soll das? Na, ich hab wirklich kein Auge gemacht. Ich wollte ihn zwar auch haben, aber ich hab kein Auge gemacht. Ja, du wolltest den eben mir wegkaufen. Jetzt machst du Auge gleich, ich hab Motorschaden wegen dir. Ey, entspann dich mal, ich bin hier hinten auf der... Komm, jetzt. Aber ganz schnell hier. Wir können Versicherungsdaten austauschen, wenn sie wollen. Ey, Leute, voll gut. Ich werde jetzt mit ihm Versicherungsdaten austauschen, dann erfahre ich nämlich auch seine Adresse. Ja, komm, was halten Sie denn davon? Hast du verstanden? Ja, ich werde natürlich dafür aufkommen. Es tut mir doch leid. Lass erstmal kurz hier rechts ranfahren, damit die Autos hier durchkommen. Ich rufe mal die Polizei an, dann werden wir das offiziell klären, okay? So, fahren wir erstmal hier rechts ran. Ich werde mal kurz noch die Polizei anrufen. Hallo, guten Tag, Polizei. Guten Tag, Polizei. Ja, wir hatten hier einen Unfall bei Turns Tempel an der Kreuzung. Können Sie bitte mal einen Streifenwagen hinschicken? Okay, alles klar, bei Turns Tempel notiert. Alles klar, bis gleich. Tschüss, ja. Also, Mister, wie ist eigentlich Ihr Name? Mein Name ist Herr Ulikui, Ayudin. Okay, ich nenne Sie einfach Ayo. Tut mir leid, dass ich hinten drauf gefahren bin. Das war nicht meine Absicht. Ich habe jetzt gerade schon die Polizei gerufen. Das ist deine Absicht. Ja, hast du die Führerschein beim Topfschlagen gewonnen? An deinem Kindergeburtstag hast du die gewonnen? Nein, ich habe meinen Führerschein genommen. Aber jeder ist mal nicht konzentriert. Tut mir doch leid. Ich habe die Polizei gerufen. Schau dir den Schaden mal an. Ich sehe. Da ist wirklich eine kleine Delle hinten dran. Ich werde für den Schaden aufkommen. Lass doch mal schon mal die Daten austauschen. Sie können mir doch schon mal. Ja. Warte mal. So, Sie können mir da vielleicht schon mal Ihre Adresse direkt aufschreiben. So ihr werdet. Das ist hier in der Himbeer Street. Himbeer Street, okay, okay. Yeah. Oh, sehr gut, Himbeer die Kollegen Street, sind auch schon da. Ja. Himbeer Street 122. Okay, ja, dann perfekt. Dann werden Sie von meiner Versicherung hören, ja? Ja, bitte, ja. Und ich will auch deine Daten haben, hallo? Ich wohne in der
Paul Berger Street 1. Paul Berger Street 1. Ja, 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 Paul Berger Street 1. Alles klar. Perfekt. Hallo, hier Kollegen. Ja, ja, Sie haben den Unfall hier schon gesehen. An der Heckstoßstange bin ich dem draufgefahren, ne? Ich mache mal Fotos, ja. Ja, genau, machen Sie mal ein paar Fotos für die Versicherung. Genau, sehr gut. Ein bisschen den Führerschein weg, ja, so wie der fährt. Ey, jetzt entspannen Sie sich mal. Das ist ein normaler, das ist ein Auffahrunfall. Das passiert 1000 Mal am Tag. Ich hab den fucking Credit gekauft, man. Beruhigen Sie sich bitte. Ja. So. Ich hab gekauft, diese Wagen. Ja, an den Kollegen, schauen Sie mal, ich habe hier auf der Liste, wir haben schon die Versicherungsdaten ausgetauscht, machen Sie einfach noch ein paar Fotos. Ja, ich sehe schon, das ist, genau, dann Herr Ulicke, das ist oben an der Playboy-Villa, kann das sein? Ja, Ihre Adresse, da wohnen Sie? Ja, genau, das ist der. Perfekt, fahren Sie bitte weiter. Ey, Leute, die sind so dumm. Die sind so dumm. Die Polizisten haben sogar gerade noch gesagt, dass es bei der Playboy-Villa ist. Ja, gut, okay, dann lass uns weiterfahren. Die Versicherung regelt das. Sie kriegen schon ihr Geld. Tut mir leid. Gut, dann können Sie weiterfahren, Herr Ulicke, ne? Ich mach Platz hier. Tschüss, Polizei. Wiedersehen. Boah, Leute, ey, das war ja eigentlich voll der schlaue Move. Ich wollte dem gar nicht hinten drauf fahren, aber eigentlich voll schlau. Jetzt haben wir Versicherung ausgetauscht und jetzt muss ich ihm gar nicht mal hinterherfahren. Jetzt mache ich einfach so, zack, zack, zack. Wir fahren jetzt andere Richtung, damit das auch nicht auffällt, weil wir wissen, der wohnt da bei der Playboy-Villa, Leute. Die Himbeerstraße 1 oder so irgendwas war das. So, meine Freunde, jetzt sind wir hier bei der Playboy-Villa angekommen. Hier müsste das sein. Wir fahren erstmal unauffällig dran vorbei. Oh mein Gott, ich sehe schon Wachen. Allein 2 Wachen am Eingang. Alter, der Typ ist ja richtig krank. Typ ist ja richtig krass. Ich guck mal, wir fahren einmal hier außen rum. Vielleicht gibt es hier irgendeine Art Schlupfloch oder Schwachstelle bei dem Grundstück. Okay, hinten ist auch noch ein Tor, aber das ist verschlossen, die Einfahrt hier. Ah, warte mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß doch, als wir mal hier als Kind Rasen gemäht haben, hier gibt es doch diesen Hintereingang hier bei der Schule. Oh mein Gott, das ist gut, das ist gut. Und der war auch nicht verschlossen, der Eingang. Okay, wir gehen hier rein, wir gehen hier rein. Aber natürlich ganz wichtig, wir werden uns hier natürlich auch wieder erst eine Maske aufziehen, damit der uns nicht erkennt. Weil ich glaube, der ist wirklich krass, der Typ. Mit dem dürfen wir uns auch nicht anlegen. So, okay, Maske haben wir aufgezogen, Leute. Let's go, wir gehen jetzt hier rein. So, wieder kurz Tür aufsprengen hier. Bam, okay, nice. Schloss aufgeschossen. Ey, da steht jemand direkt vor uns. Steht jemand hier vor uns? Okay, der läuft hier Patrouille. Hm? Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss den leise ausschalten, der darf uns nicht bemerken. Ich nehme Messer raus. 3, 2, 1. Geh schlafen! Oh, oh, sehr gut. Oh, weg mit dem. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, okay. Eine Wache haben wir schon mal ausgeschalten, Leute. Wir müssen unbedingt diesen Bentley Bentayga Mansory klauen. Ey, Leute, oh mein Gott, das sind richtig. Ey, das sind 2 sogar. 2 hier, warte mal. Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am besten? Ohne. Die dürfen nicht den Alarm auslösen. Ich glaube, dann kriege ich hier direkt diese 5 Sterne und so. Oh mein Gott, warte. Der ist jetzt allein hier. Den kann ich vielleicht abknallen. Okay, perfekt. Der andere läuft auch gerade woanders hin. Und 3, 2, 1 und zack, Kopfschuss. Wichtig, wichtig, wichtig. Schön mit Schalldämpfer. Fällt nicht auf. Dann weiter geht's. Weiter vorrücken. Weiter vorrücken. Oh mein Gott, der hat so ein krass bewachtes Grundstück. Da vorne ist die nächste Wache, die patrouilliert da. Gehen mal hier in den Busch rein. Wir gehen hier in das Gebüsch rein. Perfekt, wir warten jetzt, bis der hier wieder entlang gelaufen kommt. Wir chillen hier einfach im Busch. Und der sieht uns nicht, der Idiot. Okay, wie können wir den am besten ausschalten? Ich glaube, ich werde ihm einen überziehen mit einem Hammer hier. Ich mach mal eine Kippenpause, Kippenpause hier. Nein, 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 nein. Oh, geh schlafen. Za, za. Oh nein, 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 da vorne kommt jemand. Oh, 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 nein, 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 nein. Verstecken, verstecken hinterm Baum. Okay, perfekt. Er hat's auch nicht gesehen, er hat's nicht gesehen. Hä? Ey, nein, 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 er läuft auf die Leiche zu. Achtung, Achtung, Jefferson liegt am Boden. Ich wiederhole, Jefferson liegt am nein, Boden. Nein, 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 er macht Funkspruch. Zack, 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 zack. Oh. Scheiße, Mann, er hat den Funkspruch durchgesagt. Ey, Leute, nein, der hat den Funkspruch noch durchgegeben. Aber der Alarm ist noch nicht angegangen, das ist schon mal gut. Mal so, wir rücken hier weiter vor. Da vorne ist der Bentley. Wir sehen den Bentley. Alter, Leute, das ist hier gerade so ein krasser Einbruch. Oh nein, ich will sehr verdammt den Kopf haben, alles klar? Holt alle Männer raus, fährt die Fahrzeuge aus. Ich hab ein Chef, Bild von Chef, ihm. Chef, Jeffrey hat einen Funk durchgegeben, dass ein Mann von uns am Boden liegt. Irgendwie ist jemand im Anwesen. Ich wiederhole, jemand ist im Anwesen. Alle Waffen aktiviert die Alarm, ich will seinen Kopf haben. Oh, Leute, okay. Das ist okay. Mein Auto hier. Der Chef hat Bescheid bekommen. Chef hat Bescheid bekommen. Die suchen jetzt hier nach mir, die suchen nach mir. Ey, Leute, wenn jetzt, muss ich richtig gut aufpassen. Oh nein, Alarm ist an, Alarm ist an. Nein, 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 Leute, Alarmanlage ist an. Ey, jetzt drehen die richtig durch. Okay, Leute, jetzt gibt's Action. Jetzt gibt's Action. Jetzt packen wir die dicken Gewehre raus. Ich werde jetzt einfach jeden abknallen, den ich sehe. Da läuft jemand. Ein Chef, ja! Der Typ umschnappt ihn euch. So, sehr ich will seinen Kopf haben, leben. Oh mein Gott, der macht hier kranke Funksprüche. Da ist noch jemand. Auf dem Boden. Oh mein Gott, wir knallen den Abwehr. Oh mein Gott. Die Wachen drehen durch! Alles Abschießen, was in die Career kommt! So, nice, Leute. Nein, da oben ist auch einer noch auf Dach, einer auf Dach! Oh mein Gott. Oh nein, 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 da schießt jemand! Shit, geh schlafen! Okay,
Okay, Leute, jetzt schnappen wir uns den Wagen. Nein, 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 Alter, die sind überall. Scheiße, da oben noch einer auf Dach, Ach so. Jetzt kurz Wagen aufbrechen. Zack, zack, zack. Okay, komm, komm, komm. Let's go, Leute, wir haben den Bentley. Mein Auto. Oh mein Gott, die schrotten den Wagen, Du bleibst sofort stehen! Scheiße! Schwimmleppen hinterher! Nein, Leute! Oh mein Gott, wir ziehen durch! Und er ist auch richtig schnell! Der ist richtig schnell, dieser Bentley! Alter, ist das Auto geil! Leute, wenn ihr wollt, dass wir den Wagen in der nächsten Folge tunen, dann lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, dann würde ich sagen, das soll's gewesen sein! Und bis dahin, haut rein, Leute! Euer Crimex!